eating. Und damit ihr die Geräusche nicht hört, ist das Mic weit weg. Aber was spielen wir heute? Hä? Die Auswahl ist groß. Hätte schon ein bisschen Bock auf Nio. Bin ja gestern einmal gestorben. Hello. So. Jetzt geht's, glaube ich. Hoffe ich. Nehme ich an. Vermute ich. So. WoW mit Max. Tatsächlich bin ich WoW-mäßig gar nicht drin. Also das ist für mich just chatting, basically. Ich habe jetzt auch aufgefordert. Korrekt. Ich habe aufgehört zu essen. So, aber ich könnte natürlich Max fragen, ob er Lust auf irgendwas zum Spielen hat. Die Frage ist halt, was man so gut entspannt zusammen zocken könnte. Ich habe bellum schon einen neuen Patch gesehen. Tatsächlich noch nicht, nee. Ich glaube, ich habe irgendeinen Video-Thumbnail nur gesehen bisher. Helldivers wurde mir auch ein paar Mal empfohlen, aber Helldivers waren irgendwie die Bewertung weird. Smooth Operator. Ich bin natürlich 1990 geboren. Hä? Hey. Hä? Ich, aber, hä? Helder war es, ja, hä? Wie kam ich denn jetzt zu diesem Inquisitor? So, was ist hier los? Ein Drittel findet es kacke, Leute. Warum findet es ein Drittel kacke? Spielst du auch Magic Commander? Commander habe ich bisher, also ich habe es noch nicht gestreamt oder so. Privat habe ich es einmal gespielt. Aber habe es noch nicht so super krass gelebt. Ich habe jetzt Persona 5, glaube ich, gespielt. Und es war ganz geil. Also dieses... auf der Switch, glaube ich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Du musst Max wach machen, sonst schläft er bald ein. Ist er denn schon so tot? Leute... Ja, das ist mir zu viel Musik. das ist schon ein gewisser Jam da, um sich selbst zu countern. Da ist mir natürlich der... Also ich bin ja nicht so der Freund von 24-Stunden-Streams, weil ich selber einfach sterben würde. So. Genau, also das kommt hier auf jeden Fall gut an. Helldivers ist einfach nur so ein Action-Ding, ne? Das sieht doch schon sehr nach Action aus. Wir haben ja gestern was Neues getestet. Wir haben gestern Deathbound. Ein paar gute Ideen, aber war schwierig, würde ich sagen. Ich würde noch ein bisschen mit euch quatschen wollen. Wenn ihr aber eine geile Idee habt, sagt gerne Bescheid. Sonst nio ich mir heftig einen runter. Und ja. Darauf hätte ich Bock. Skylord Reborn. Das habe ich hier nicht drauf. Tatsächlich. Das ist ja auch extern. Ne? Das ist nicht über Steam und so weiter. Die haben das ja irgendwie anders gelöst. Der Universum habe ich auch vor 100 Jahren mal gespielt. Wir haben kein Brain, aber wir haben ein riesiges Hirn. Hier. Ich habe es tatsächlich.
Das sieht aber sehr comichaft jetzt aus. Haben die da so eine... Haben die da sehr viele Änderungen gemacht? Guck mal, Mr. Verknallt hat das viel gespielt. Ich habe das halt vor 100 Jahren mal gespielt. Und fand es eigentlich ganz geil. Skull and Bones werden wir wahrscheinlich am Wochenende spielen. Death Must Die habe ich auch gesuchtet, ja. Cult of the Lamb haben wir auch im Stream gebrochen, das Game. Also es ist... Es ist schwierig, weil du hast halt über den Stream, du hast ja so eine Stream-Connection da gehabt und ich hatte so astronomische Vorteile gehabt. Das war, glaube ich, der einzige Moment, wo Kanalpunkte bei mir mal Sinn gemacht haben. So, vielen Dank für den Sub, by the way. Warframe. Warte mal, was? Bei Mechabellum gibt es jetzt... Das ist ja eine Diamond Zone. Na was? Rhino Level 2? Rhino Level 2? Das ist eine Diamond Zone. Legendary Hoblite habe ich tatsächlich gespielt, Leute. Das habe ich tatsächlich gespielt. Das ist eigentlich eine geile Idee von einem Game. Du, das ist so ein bisschen... Wie heißt es? Also eigentlich Plants vs. Zombies ist es basically. Du hast dann hier einen Hoblit, den du quasi kontrollierst. Und dann kannst du Punkte sammeln, die sind jetzt hier. Und durch die, die kannst du dann quasi einsetzen. Und dann Türme bauen oder irgendwelche anderen Units und so weiter. Und dann hast du noch verschiedene Spells. Also es ist quasi Plants vs. Zombies. Plus ein bisschen anders. War eigentlich ganz cool, aber ich habe es jetzt noch nicht... Ich habe schon gespielt so ein bisschen, eine Stunde. No, aber mehr noch nicht. Mehr noch nicht wirklich. Nimrods Guncraft Survivor. Was ist das denn? Nehmen wir mal an, Guncraft wird's... Oh, da, ja. Sind natürlich erstmal Brotato-Vibes. Alter. Survive. Alter. Das hier ist natürlich die Pixelauflösung absolut insane. Unleash. Oh, das sind Türme. Ja, das Spiel mal kommen. Los geht's. Der sieht doch absolut entspannt aus. So. Wir gucken aber trotzdem noch die anderen Sachen. Ares. Legend of Ares, meinst du das? Oh, das ist alt. So, weiß dein Chef, dass du während der Arbeit Computerspiele spielst? Mm-mm. Aber ich halte es geheim. Ich meine, wie soll das rauskriegen? Leute, ich bin doch hier ganz allein. So, ein, das habe ich hier noch gelesen. The Last Flame habe ich schon gespielt. Da habe ich vor kurzem ein Bild gehabt, wo ich absolut, da gibt es ja so einen Nasus-artigen Charakter. Den, da habe ich es komplett gebrochen. Was steht da? Blaze? Das Fame ist aber auch gespielt. Was ist denn das? Oh, das ist aber sehr frisch. Waren das Raketenwerfer?
Unlimited Possibilities. Also es ist auf jeden Fall ein Anime. Was ist das für ein Gott? Mit 1800 Subs brauchst du nicht mehr arbeiten gehen. Ja, von 1800 Subs kommt gar nicht so viel an. Also normalerweise ja 50-50. 70-30 haben nicht alle. Gehen wir mal von 50-50 aus. Das heißt, das sind 250. Mal 1800, das klingt schon sehr viel. Und dann ziehst du davon die Hälfte ab. Weil es ja noch Steuern sind. Machen wir die Hälfte davon. Die Hälfte von 250 ist 1,25. Also hast du 2,4 brutto. Und dann steht Schule hinter dir. Das ist schon viel. Da bist du schon top irgendwas. Es werden ja trotzdem noch ein paar Sachen abgezogen. Aber du bist dann ja auch privat versichert und so weiter. Das heißt, das muss auch nochmal alles bedacht werden. Ich denke, dann hast du einen halbwegs normalen Beruf, aber trotzdem über Median, was Gehalt angeht. Das heißt, du musst das dann die ganze Zeit machen. So, also die Subs gehen ja auch, wenn du nicht weitermachst. Dann hast du legit, dann musst du nicht mehr arbeiten gehen, sondern du musst, das ist dann deine Arbeit. Ich glaube, das ist diese sinnvolle Formulierung. Aber 1800 ist schon sehr gut. 1800 ist sehr gut und sehr viel. So, Project 13 ist witzig. Genau, das habe ich auch gesehen. Project 13 habe ich auch gesehen. Wir gucken mal, ob ein Controller geht. Ich bin tatsächlich bei diesen Games mittlerweile sehr Controller-Fanat, weil ich mehr mich bewegen kann. Leute. Eine Frau ist zum ersten Mal schwanger. Hast du ein paar Tipps für frühkindliche Erziehung? Also eigentlich in der... Oh, ist aber laut. Ist es laut für euch? Eigentlich sage ich immer, ruhig bleiben und entspannt bleiben. Viel unterstützen, das ist so das Wichtigste. Und später, also du bist 2 Jahre, merkt man auch nicht viel. Also du musst natürlich ein Nein sagen, wenn so gehauen wird oder sowas. Also ein paar Regeln muss man einhalten, aber bis 2 Jahre sind die noch so Matsch im Kopf, da ist eigentlich nur Liebe das Wichtigste. Da gibt es noch keine, da spricht man noch nicht von Erziehung tatsächlich. Was ist das hier? Automatisch? Was ist, also lese ich das gerade falsch? Automatisch? Wir testen einfach mal. So, Pistole, na gut. Wahrscheinlich soll der selber schießen. Ah, ich muss es einsammeln auch. Ja, ich finde halt hier, ich glaube, Schießen ist natürlich mit der Maus 100-mal besser. Ich denke, da gibt es wenig Argumente dafür. Bro! Ja, da würde ich gerne wissen, ob der jetzt automatisch schießt. Wir machen mal automatisch. Aha. Okay, das heißt automatisch schießen und automatisch zielen. Okay, geschützter Griff, Unterlauf. Ich finde es geil, dass hier alles auf der Seite, alles auf Deutsch ist. Und dann steht da Gain 4 Rüstung. Das finde ich einfach fantastisch. Gain 4 Rüstung for 3 Seconds. When taking damage. Das will ich eigentlich nicht. Hier geht der Schaden auf jeden Fall hoch. Fire 10 energy charges per second. Aha. Energisch abschreckendes Fass. Ich will aber nicht, dass ich hier gehittet werde. Also das Hitten ist mir irgendwie komisch. Wir machen mal den Griff einfach. Wait. Ich gehe dann einen Path entlang. Warte mal, jetzt kann ich nicht mehr auswählen. So. Der hat jetzt einfach keine Controls mehr gehabt. Ich gehe dann quasi weiter diesen Pfad. Okay, das ist natürlich good to know.
Warum habe ich jetzt noch eine Verstärkung bekommen? Kugelschaden. On killing Hinesu, there's a chance of receiving a credit drop. Blutmagazin. Was ist Credit Drop? Leichter Schaft. Bewegungsgeschwindigkeit. Gain 9% Bewegungsgeschwindigkeit while firing. Leute, die schreiben so, wie wir reden. Das ist ja ein Genius. So, was ist das denn? Feuerrate. Ugh. Ach, Excess Damage penetrates. Oh, das ist gut. Bullet Damage no longer reduces. When hitting distant target. Oh, das gibt einen Damage-Abfall? Das wusste ich nicht. Es gibt einen Damage-Abfall. Wir machen mal leichter Schaft. Ich muss sagen, Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Was ist das? Warte mal, kriege ich das die ganze Zeit? On hit. Weil 50 Gesundheit. To yourself. Was? Töte ich mich doch selber. Höllenspuck erfasst. Wir machen mal das hier. Ja, ich finde das automatisch ziehen, finde ich eigentlich ganz geil. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem ganzen Zeug mache hier. Ich nehme mal an, die Währung ist für den nächsten Run, oder? Leute. Ich nehme mal an, die Währung ist für den nächsten Run. Ich kann auch nicht genau sagen, wann hier Terrain ist, wo ich dagegen laufe. Auch kann ich noch nicht sagen, ob ich erkunden soll oder nicht. Oh mein Gott. Alter, der zielt ja übel sick. Der hat ja einen übelst guten Zielmode. So. Zeug's noch WoW mit Max. Nee, mit WoW bin ich nicht drin, leider. Nobody saves the world habe ich schon mal gehabt, ja. Ist die Qualität nur bei mir so schlecht? Qualität ist immer gefährlich bei solchen Games. Wenn sehr viele Pixel auf einmal zu sehen sind, dann macht es, das ist fast immer so. Ja, es verbreitet dann des Todes. So, Nachladegeschwindigkeit, Heilungsbonus, Kugelschaden, maximale Gesundheit. Da würde ich den Damage, glaube ich, eher nehmen. Damage ist mein Go-To. Mal, da ist so ein Stein. Kann man den Stein wegballern? Nee, der ist im Weg. Ja, wir müssen außerdem noch lernen. Also, lohnt sich erkunden? Das ist so das Wichtige. Sie haben kein Brain, aber weil bisher verliere ich ja quasi XP dadurch. Wenn ich das da oben zum Beispiel nicht einsammle. So, dann gibt es den Ring. Die Super Orb, die alles einsammelt. Das ist ja auch immer eine wichtige Frage. Aber der zielt ja übel gut, Mann. Holy shit. Also die pure Genauigkeit ist insane. Das gefällt mir, das ist einfach auf mich draufgefallen. Ist League of Legends mein Vater oder? Nee, aktuell nicht, nee. Also langsam werden die Leute auch wirklich sehr alt, Leute. Geschossreichweite increased bei, okay. Das war, guck mal. Je weiter man schießt, desto mehr Damage. Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich das extra aktivieren würde. Das hat einen Cooldown, ne? Aber es verbessert meinen Damage. Wir testen mal den Flammenwerfer. Ah, den kann ich so kurz gedrückt halten. Okay, der ist aber sehr kurz. So, was ist das? Hui. Ja, wenn ihr euch auskennt in dem Game, dann sagt... Oh, was ist das? Dann sagt mir gerne Bescheid, ob erkunden worth ist. Bisher sieht's krass aus. Mission abgeschlossen. Waffenhändler.
Okay, erkunden ist ja anscheinend übel wichtig, oder? Wir gehen mal hier die Wege entlang. Die geben so ein bisschen Orientierung. Problem ist, die fehlende X... Oh, die sind aber ganz schön tanky, Mann. Jetzt fehlt es aber schon an Damage. Bonus auf kritische Treffer. Feuerrate. Mehr Gegner. Aber wir machen mal so, wir machen mal das Ding. 25% Crit ist übel hoch, muss ich sagen. Was ist das? Ist das gut? Der schießt auf mich, wie eklig. Oh, das war actually 4 Damage. Okay, jetzt habe ich diesen Turm gemacht. Da oben war noch was, richtig? Da war noch so ein... Guck mal, hier ist so ein Material. Was ist mit ihm? Was ist mit euch? Das sind ja, wieso sind das so viele? Die Türme sind die XP. Okay, das war aber wenig gerade, oder? Die Feuerrate geht übel hoch. Kugelschaden. Why stationary? Newspawn inflicts with Verwirrung. Ah, inflicted with Verwirrung. Es liest sich übel geil. Oh, der Damage geht aber ordentlich hoch. Aber auch mehr Gegner, ne? Ach shit, ich habe nur den Bonus erhöht, nicht die Chance. Hier erhöhe ich die Chance. Aber die Nachladegeschwindigkeit ordentlich hoch. Ah, weiß ich nicht. Ich mach mal das hier. Ich mache jetzt mal Kugelschaden. Okay, also wir müssen uns... Alter, da kommt ja noch irgendwas. Da kommt noch was. Was ist denn hier los? Okay, also ich bin viel zu schwach. Ich bin ja turbo-weak. Oh, das war aber was Gutes. 16% durchdrungen. 16% Anzahl der Kugeln. Maximal. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das scheinen ja krasse Dinge zu sein. Hier geht die Chance richtig hoch. Und XP. Das ist ja eine Diamond Zone. Das ist eine Diamond Zone. Dankeschön. Besondere Kraft. Was ist... Oh, besondere Kraft sagt mir halt gar nichts, ne? Wir machen mal das, Ruhm und Reichtum. Okay, also langsam ist aber der Pain da. Ja, irgendwann wäre Durchdringungsschaden halt schon sehr gut, ne? So, aber wir haben schon noch eine weitere Mission geschafft. Ja, ich würde gerne noch den Typen da töten. Den Großen. So. Wait, der hat mir jetzt keine Trophäe gegeben? Aua. Aha, jetzt kommen die ganze XP zu mir. Okay. Jetzt habe ich natürlich mein Level-Up-Gerät da verpasst. Aber nicht mit Absicht. Okay. Geschossgröße, Sammelbereich. Geschossgeschwindigkeit. Ah, das ist irgendwie komisch. Danke sehr für den Sub, by the way. Ich glaube, Geschossgröße ist, glaube ich, sinnvoll. Okay. Wow, ist das gefährlich? Nee, ach, die teleportieren sich dahin. Oh, das ist cool.
So, fangen die mal hier so ein bisschen ab. Das finde ich geil gemacht. Ach du Scheiße, die porten ja alle. Weg hier. Eieiei. Okay, da sind auch Kristalle. Ich gehe mal da. Also, ich werde ja hier übel gerackt. Leute, ist da not even close. Danke sehr. Danke für die liebe Subbung. Oh, der Tor, Mann, hat mir geschossen. Der spinnt wohl. Also hier muss natürlich selber, hier selber anvisieren wahrscheinlich ein bisschen besser. Not gonna lie. Hier selber anvisieren probably besser. Alter, ich komme überhaupt nicht mehr irgendwo hin. Warte mal, ist hier Schluss? Ah, warum ist hier Schluss? Aufleveln. Okay, also entweder wir kriegen jetzt... Oha. Noch mehr Bonus. Ja, das ist jetzt natürlich nicht cool. Also nicht genug. Also das Game meint es sehr ernst. Sie haben noch 6,8 Leben. Da ist ein Auge. Ich habe ein Auge. Wait, der hat die Waffe gerettet und nicht mich. Wait, er hat die Waffe gerettet. Vielleicht später. Drohnentisch. Rüstet deine Drohne mit einer Waffe aus. Ich hab aber... Okay. Verkaufen. Warte mal, ich behalte die Waffe jetzt gleich für den nächsten Run. Aber ich habe den hier gerettet. Guck mal. Boah, das ist aber teuer alles, ja. Warte mal. Ich kann. Also hier kann ich mit dem Controller nichts bedienen anscheinend. Ich habe hier einfach nichts. Okay. Ja, das ist natürlich sad. Research Lab. Ah, das kann ich dann bauen. Oh, hier kann ich aber Sachen claimen. Cool. Rette einen Freund. Boom, beanspruchen. Rüste die Drohne mit einer Waffe aus. Ja, das habe ich. Die Waffe habe ich actually wieder weggenommen, also. Okay, das ist cool, muss ich sagen. Die Idee ist ganz nice. Hier kann ich dann die Waffen quasi testen. Cool. Das ist ein Staubsauger. Leute, der suckt. Was soll ich mit der Drohne machen? Die Drohne verwirrt mich noch ein bisschen. Wir bauen mal das Ding. Ah, jetzt kann ich mir noch mehr Scheiße dran bauen. Aber ich kann mir das alles nicht leisten. Prima. Okay, aber wir können Material sammeln. Um dann Sachen dran zu bauen. Okay. Das ist natürlich nett. Aber ich habe jetzt noch keine andere Waffe. Gibt ihr das Ding und dann begleitet ihr mich. Aber wenn ihr mich jetzt... Aber ich habe jetzt ja selber keine Waffe. Ich muss mir doch jetzt trotzdem eine kaufen, oder? Ich muss jetzt so machen, richtig? Wo ist die? Habe ich die jetzt?
Ich hab dir doch jetzt gekauft, oder nicht? Ach, du willst ja am Anfang aus, oder was? Also wenn ich jetzt hier reingehe, oder was? Ah, look at that shit. So, die Feuerrate ist übel geil. Wo steht der Damage? Alter, wie aggressiv die ist. Wie lange hält die Drohne? Also, ist das ein richtiger Cooldown? Alter, der ballert halt heftig, Leute. Er übertreibt halt völlig. Kugelschaden, Nachladegeschwindigkeit. On reload, spawn one experience nearby. Ist das ein besserer Drop? Hier ist die Feuerrate noch schneller. Gegen eine Jetpack. Oh, das ist aber krass. Das habe ich schon mal bei einem anderen Spiel gehabt. Das war übel nützlich. So ganz viele. Du wurdest dann übel schnell. Wir testen das mal. Das war dann ganz schnell nicht balanced, sowas. Die Drohne ist immer da und bekommen nach und nach die Updates des letzten... Ah, okay. Cool. Durchdringung. Was ist mit Durchdringung gemeint? Ist das Armor Pen quasi? Aber ich will ja schon die ganzen Sachen hier einsammeln. Das Drohnenlevel geht übel hoch, du. Kugelschaden. Jetzt. Leichter Griff. Oh, das klingt gut. Das Spaltmagazin. Ja, wir erkunden jetzt die Karte. Weil bisher war ja Erkunden ganz gut. Würde ich sagen. Erkunden ist gut und wir nehmen dann diese Turrets in Beschlag. Ja, wir sind halt also 100 mal stärker als vorher. Bruder, das ist ja gar kein Unterschied. Soundtechnische Pistole angenehmer, weiß ich jetzt nicht. Ich muss mal ganz kurz meinen Pullover ausziehen. Was ist Airdrop-Kapazität? Das erschließt sich mir nicht. So, also ich hab doch. Also was ist das? Das heißt, wenn ich Airdrop-Kapazität auf 4 kriege, dann kriege ich mehr zur Auswahl? Oder rollt der jetzt? Kein Rechtssicht. Ah, hier. Die Anzahl der Upgrades von diesen Airdrop haben, wenn sie zwischen zwei ganzen Zahlen liegt, könnten eine dabei enthalten. Je nachdem, welche Zahl näher liegt. Aha, okay. Also wird jetzt nach Wahrscheinlichkeit aufgerundet oder wird es ab 2,5 safe aufgerundet? Aber danke für das Mouse-Over-Ding. So, kritische Chance finde ich eigentlich immer geil. Und bei solchen Spielen kann man immer sehr gut Full-Crit gehen. Ich gehe mal so ein bisschen die Wege entlang. Warte mal, habe ich den Weg da oben geditcht? Ja, ich habe den Weg geditcht. Also ich würde immer kurz die Wege entlang gehen. Wir haben kein Brain, aber wir haben ein riesiges Hirn. So, da ist der Turm. Den Turm brauchen wir.
Ja, der sammelt das tatsächlich von der ganzen Karte ein. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nachladegeschwindigkeit, Geschossgeschwindigkeit, das finde ich sinnlos. Airdrop-Kapazität. Aber das Ding ist halt, ich habe jetzt ja nur vier, also wir gucken einfach mal. Wir testen das mal. Und dann gucken wir, ob vier Sachen mehr sind. Weil das Einzige, was mich jetzt stört, ist... Wer ist das denn? Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich noch nicht weiß, ob einige Sachen eine gewisse Rarität haben. Ne? Ob es einfach wertvollere Drops gibt, weißt du? Was ist das? Da ist ein Hebel. Bruder, da ist ein fucking Hebel. Das ist ja geil. So, Kugel, Schaden, Final Bullet. Okay, müssen wir die Maus hier wegmachen. Das ist wieder der Flammenwerfer und da ist die Nachladegeschwindigkeit. Scheiße. Aber das ist schon ein ordentlicher Damage, der da tatsächlich oben drauf kommt, ne? Wir machen das mal. Bruder, ist das stabil. Also das fühlt sich bisher fantastisch an. Das Ding ist ja, dass meine Waffe dann immer besser wird mit jedem Run. Was habe ich da verpasst? Habe ich da was verpasst? Ja, da kann ich ja nicht hin. So. Es fliegt einfach genau auf meinen Schädel. So, Geschossgeschwindigkeit. Okay, das ist alles schlecht. Würde ich sagen. Wir gucken jetzt, was da oben ist. Ich glaube, das ist ein neuer Charakter wahrscheinlich, ne? Da ist ein Hebel. Ich nehme mal an, wenn ich den Hebel umlege, bleibt er dann für immer unten, oder? Kann das sein? Dass er dann auch für die nächste Mission dort ist? Okay, mit der Animation habe ich nicht gerechnet. Oh, was ist das? Das sieht wichtig aus. Der kassiert übelste Sonne. Also läuft schon mal deutlich besser als bei meinem ersten Run. So, jetzt haben wir vier Sachen zu... Nee, warte mal, das haben wir vorhin auch, oder? Das ist 20% mehr Airdrop-Kapazität. Das ist mehr Crit, das ist auch geil. Ja, wir machen mal das, weil ich will diese Kapazität sehen. Okay. Guck mal, jetzt habe ich vier zur Auswahl. Ja, also, ich würde gerne die Rarität erhöhen. Das wäre cool. Fühlt sich an wie Brotato. Der sieht ein bisschen besser aus als Brotato, ne? Aber ist geil. So, for each meter auf Sicht, auf your Sichtbereich. Auf your Partner. Partner? Bullet damage is no longer reduced. When hitting distant targets. Ja, machen wir das ja. Da ist noch so eine leichte
Explosion dabei. So, das ist gut. So ein bisschen Healing brauche ich jetzt aber trotzdem, würde ich sagen. Feuerrad ist geil. Besondere Kraft, das müssen wir jetzt lesen. Was ist das? Besondere Kraft. Beeinflusst den Schaden der meisten Nicht-Kugel-Schadenquellen. Blaue Anzeige des Schadens. Okay. Ja, das ist so der Flammenwerfer und so weiter, ne? Oben das Ding noch killen, gucke ich gleich. XP-Gewinnrate. Ja, da machen wir XP-Gewinnung. XP-Gewinnung finde ich auch mal ganz geil. Warte, von dem Ding habe ich doch... Nee, das da oben. Das meinst du, ne? Das habe ich nicht eingesammelt. Okay, der hat jetzt aber nichts gedroppt, oder? Und der Weg führt auch ins Nichts. Das ist auch weird. Hast du das gemeint? Leute? Oh, da ist noch jemand. Ja, das ist mir ein bisschen zu nah dran alles. Ach, das geht wieder runter, die Zahl. Oh, das ist scheiße. Lol, die hat's zermatscht. Chance auf Kreditausfall. Okay, was ist Kreditausfall? Vervielfacht die Chance, dass Kredits fallen gelassen werden. Okay. Es ist also was Positives. Nachladegeschwindigkeit. Ja, machen wir mal die Feuerrate höher. Ihr merkt ja schon, dass ich immer noch nicht schnell genug schieße. Das geht viel schneller, Leute. Achso, warte, ich muss das Auge da einsammeln. Und der Apfel heilt mich, nehme ich an. Boah, die Augen sehen so gestresst aus. Leute. Also der Unterschied zum ersten und zum zweiten Level ist ja in... nicht Level, aber... Try ist ja astronomisch. Zack, wir nehmen noch eine Kiste. Das ist auch gut, ja. Oh, oh. Okay, das sieht gut aus, Leute. Also soundmäßig müsst ihr mir sagen, ob ich es leiser machen soll. Können Tolkien, Brücki und du zu dritten LOL-Video machen? Ja, würde ich gerne machen, tatsächlich. Also ich habe gestern mit Tolkien, Brücki trainiert. Und da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf, ja. If still alive, normal enemies drop 40% auf der XP 5 seconds after spawning. Weird. Ja, wir machen mal das ja. Also man übertreibt schon sehr, würde ich sagen. Boomtown. Wir haben jetzt einen Raketenwerfer quasi gefunden. Ist das hier eine Wall? Nee, ne? Also ja, aber ich kann sie wahrscheinlich nicht durchbrechen. Also ich mache hier ordentlich Damage. Ich bin mit meinem zweiten Run sehr zufrieden, Leute. Euch drei beim LEC-Finale wäre der Banger. Ja, ich denke, sowas kann man versuchen zu planen, ja.
Jetzt werden die aber ganz schön tanky. Kugelschaden. Ja, wir nehmen mal den Schaden auf jeden Fall. Langsam ist das hier sehr unangenehm. Oh, wer bist du denn? Hello. Hello. Aber der kassiert. So, noch mehr XP. Und Crit. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich mag bei solchen Spielen es ganz dolle, mehr XP zu haben. Das ist so komplett mein Jam. Weil ja das Aufleveln so viel Spaß macht. Das Problem ist aber, du musst so eine gute Balance halten zwischen, wenn ich nur XP nehme, fehlen mir die Stats. Weißt du? Ich verbrauche ja durch das Leveln von XP ja auch ein Level. Das ist ja gone. Das muss ich ja quasi refinanzieren. Und hier ist es aber cool gemacht, weil ich kriege ja das Level mit anderen Stats dazu. Also ich kriege ja XP und andere Sachen. So, Energy Blaster. Das hat nochmal Crit Chance. Augapfelcharm. Die Feuerrate geht nochmal hoch. Nee, warte mal, das ist... Ah, oh, der Nachladegeschwindigkeit ist jetzt... Warte mal, ja, das muss ich jetzt verstehen. Ist Nachladegeschwindigkeit jetzt gut, wenn es hoch ist oder niedrig? Ist ein Paket angekommen? Oh, das frage ich nachher nochmal. Leute, ist das jetzt gut oder schlecht? Also ist jetzt... Sind das jetzt 1,9 Sekunden? Das weiß ich gar nicht. Grün ist gut. Ja, grün ist gut, habe ich auch schon bemerkt. Aber vielleicht ist das einfach... Schlecht, über, also irgendwie komisch. Wir machen auf jeden Fall das ja. Wir kriegen ja Bewegungsgeschwindigkeit und dann haben wir hier noch diesen super Plasma-Schuss. So, also wir haben hier sehr viele neue Sachen freigeschaltet. Kugelschaden ist immer nicht schlecht. Ziehen größer. Ausweichfähigkeit. Ist das prozentual? Wir machen mal das hier. Ich glaube, Feuerrad ist unser Thema. Leute. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die Feuerrate, dass das schon sehr viel Spaß macht. Oh, oh, die chargen. Okay. Der blaue Schuss hat sehr viel Schaden gemacht. Dieser extra Plasmaschuss da. Der fühlt sich sehr gut an. Aber kann ich jetzt hier weiter irgendwo? Gibt es hier eine Map? Es gibt eine Map! Aber warum ist die so klein? Oh, ist ja winzig. Sieht auf jeden Fall da sehr viel Spaß aus. Also ich finde es sehr chillig, ja. Ist ein sehr schönes... Wie heißt das? Dan Marco? Bisher spielt sich sehr smooth. Oh, die Kiste ist im Weg. Nach 10 Tagen, 15 Stunden. Es gibt eine Map. Ja, man kann ja die Pause-Taste drücken, aber die ist ja übel bad. Also wenn ich... Es, kann ich weiter rauszoomen? Nee, ne? Okay, also die Gegner sind größer, aber nicht unbedingt besser, würde ich sagen. Warte mal. Unter dem Lauf? Was heißt das unter dem Lauf?
Beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der ihr Underbarrel aufgeladen wird. Was bedeutet, dass weniger Kills erfordert ist, um ihre Ladung des. Wenn ihre Ladungen diskret sind, kann eine hohe Unterlaufrate eigentlich zu doppelten und dreifachen Ladungen führen. Also das ist die von dem Extra-Spell, ne? So, Bonus auf kritische Treffer. Das ist nicht schlecht. Wir machen mal Bonus auf kritische Treffer. Weil wir sehen ja die 100% Crit an. Das heißt, das ist dann unsere ultimative Damage-Erhöhung. So, aber wo gehe ich jetzt hin? Im Süden war Schluss. Oder? Hier unten war doch irgendwann vorbei. Ich probiere es trotzdem mal. Mal, da ist noch ein bisschen Weg. Wir haben keinen Brain, aber wir haben. Hier, das kann ich nicht wegschießen, oder? Die Steine? Oder brauche ich da eine extra Waffe, Leute? Das würde ich gerne wissen. Ja, die spawnen aus den Wäldern. Jetzt sehe ich das erst. Das ist ja eklig. Okay, also die Typen, die jetzt hier aufplatzen. Oh, da ist ein Boss. Oh mein Gott, an dem mach ich ja übel wenig Schaden, oder? Wobei, nee, geht. So, ich sehe, da blinkt was. Leute, ich sehe das. Ich sehe es. Aber das ist hinter einer Wand. Nee, es ist nicht. Ich bin einfach dumm. Ich dachte, das wäre wieder wie vor uns, hinter so einer halben Wand. So, on kill. This effect does not expire and can stack infinitely. Okay, das liest sich total OP. Das liest sich ja übel gut. Oder nicht? So, maximale Anzahl an Kugeln. Hier ist wieder Crit-Chance. Also das ist unser Jam. Reichtum und Ruhm, Leute. Ich würde da gerne hin, aber... Alter, jetzt chargen die alle auf mich. Okay. Kugelschaden 8%. Heilung pro Minute. Nehmen wir das hier. Wir nehmen immer Anti-Safe-Wahlschalter. Wir brauchen ein bisschen Leben wieder. Weil die Dinger chargen mir übelste Sorte hinterher. Das ist leider sehr, sehr unangenehm. Okay, wir gucken mal, wie viel Schaden wir schon... Okay, wir haben fast gar nichts gemacht. Kann ich das lesen? Kann ich sehen, wie viel das schon gebracht hat? 100 Kills ist halt 1% Damage. Letzte Runde hat es 1,5k Kills. Ja, das ist doch nicht schlecht. So. Enemy. Each enemy struck by a shockwave also triggers a Tesla. Tesla Bolt. Bonus auf kritische Treffer. Nachladegeschwindigkeit geht hoch. Okay. On Energy Charge Hit. Inflicts durch Stromschlag getötet. Das ist halt so dumm. Okay. Was ist das für ein Gott? Also das ist mittlerweile eine sehr hohe Rate. Wir nehmen mal das hier. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es macht und es klingt für mich sehr gut. Oder? Hört ihr das?
doch fantastisch. Also wenn ich das Plasma-Ding benutze, zappt's quasi. So, mehr Feuerrate, Bonus auf Crit, das wird langsam unser Thema. Bonus auf Crit ist unser Thema. Gucken wir, jetzt sind wir bei 14. Wobei, nee, wir haben irgendeinen Bonus genommen, ne? Also hier ist alles zu! Leute, es ist zu! Sebastian! Oh ja, hier ist sehr warm. Ich wollte gerade kalt sagen, aber das ist eine Lüge. Willst du mal reinhören in das Spiel? Ich glaube, der Ton wird dich begeistern. Das ist einfach Musik. Wie lange willst du denn heute noch live sein, Maxim? Live sein? Ja. Warum? Wie wär's, wenn wir so nachmittags so ab 14, 15 Uhr dann in Bonn zocken? So spät? Ja. Heute? Ja. Ich glaube, heute wird nichts, aber generell, wenn ich in Berlin bin, ja. Weil ich fahre ja danach direkt nach Leipzig, weißt du? Ja, das, und wenn du das einfach absagst? Ich sag meiner Familie ab. Tschüss. Ich werde das schon verstehen. Nee, wenn es früher wäre, wäre okay. Ja, das wird schwierig auf allen Seiten. Vielleicht kriegen wir das ja dann eher mal mit. Ja. Aber grundsätzlich hätte ich da Bock. Ja, ich halt auch. Aber zu dritt macht es am meisten Sinn. Ja, finde ich auch. Ja, ansonsten muss man so random Leute suchen, you know? Ja. Okay, was spielst du da? Ich habe ja eine Demo von, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Ist das so ein Das ist so ein Dingmaku, Nimrods. Wie findest du immer solche Spiele? Chat ist schlau. Es ist immer der Chat, der... Also es ist auch geil, es macht richtig viel Spaß. Aber ich finde sowas tatsächlich nur über den Chat. Die sind halt super klug. Nur manchmal ist hier random, ob der Controller geht oder nicht. Nee, also nicht. Das war vor uns actually genauso. So, das heißt, manchmal muss man mit der Maus auswählen. Aber wir nehmen jetzt das hier. Guck mal, jetzt geht's wieder. I don't know. Das ist einfach wild. Okay, dann sage ich Keystraw Bescheid und dann kriegen wir safe mal nichts. Ja, das würde ich anpeilen wollen. Ja, das wäre geil. Weil dann gibt es eine richtige Session. Sehr geil. Aber er will ab 14 Uhr, meinst du? Ja, er ist halt morgens selten am Start. Ja. Und ist halt nachher, das ist geil. Ja, nee, dann machen wir das so. Ja, okay. Dann schreibe ich mal mit ihm. Tot. Guck mal, jetzt bin ich gestorben. Aber die Drohne... Das tut mir wirklich leid. Nee, ist nicht schlimm, ich wäre eh gestorben. Aber das Witzige ist... Das, was die Drohne rettet, ist nicht dich, sondern die Waffe. Die Waffe ist einfach wichtiger. Ich kann jetzt quasi, pass auf, ich weiß gar nicht. Du bist tot, aber die Waffe ist noch am Start. Die Waffe ist noch am Start, ja. Das ist halt absolut insane. Ja. Ist schon ein mega Game, muss ich sagen. Ja. So, guck mal, da ist er jetzt. Jetzt kann ich der Drohne, die mir mitgeflogen ist, das ist die Waffe von meiner letzten Runde. Okay. Und das heißt, die Waffe kann ich jetzt nehmen und dann kann ich die jetzt noch weiter upgraden. Du nimmst die von Run zu Run quasi mit. Eine völlig natürliche Reaktion. So, Leute. Okay, gebe ich jetzt dem die neue Waffe? Mache ich jetzt so? Und die verkaufe ich? Ja, oder? Aua. Das so. Auto macht tut. Vielen Dank. Guck mal, was ich hier alles beanspruche, Junge. Oh, das kann ich auch noch beanspruchen. Geil. Okay, wir haben sehr viel Geld. Wir haben das noch nicht. Wer ist das denn? Wirft einen Molotow auf den Cursor. Verursacht... Okay, krass. Wichsen, Leute. Wollt ihr auch wichsen? Das ist ja krass. Na gut. Also, wir haben hier noch eine AK... Schneller als die Pistole, größere Reichweite und durchschlagende Geschosse. Aber die kann ich mir noch nicht leisten. Okay, das ist eine SMG. Überlegene Feuerrate, schwacher Schaden und auf große Entfernung ziemlich ungenau. Okay. Die AK finde ich auf jeden Fall geil. Es gibt auch andere Drohnen tatsächlich. Wir testen mal die Shotgun, würde ich sagen. Oder, ja, wir testen die Shotgun, indem wir auf die AK sparen. Ich könnte allerdings
Ah, nee, dann habe ich. Nee, dann schaffe ich nicht so weit, ne? Ich könnte die Waffe, die ich gerade hatte, auch verkaufen. Aber wir nehmen mal die Shotgun, komm. So. Wir nehmen mal die Shotgun. Und den Rest sparen wir. Boah, die Feuerrate ist natürlich turbolost. Aber wir testen das einfach mal. Ja. Ja, meine Drohne ist jetzt natürlich brutal am Tryharden. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Theorien erstmal nach, die ich ja gemacht habe. Also, wir sammeln jetzt, wir gehen jetzt runter und gucken, ob die Tür offen ist. Die RPG gegen Steine, das ist auch meine Vermutung, dass Explosion die Steine kaputt macht. Okay. So, Kugelschaden, kritische Chance. Und hier haben wir diesen Energy-Typen. Oh, die Feuerrate noch niedriger. Wir spielen mal so. Gucken, was passiert. Oh boy, das fühlt sich so scheiße an. Leute sind wirklich klug. Ihr seid klug, Leute. Und die Magazingröße größer. Alter, er ist so maßlos überfordert. Okay, Shotgun zackt ja Ass des Todes. Granatwerfer. Nochmal Nachladegeschwindigkeit schlechter. So. Okay, wir testen mal den Granatwerfer auf jeden Fall. Ja, das ist total anti-fun. Ich bin übel glücklich, dass ich die Drohne habe. Boah, das ist ja ganz bad. So, jetzt mal No Homo. Leute, ihr könnt auch Full Homo hier sein in diesem Stream. Das ist ein Safe Space. Wir benutzen hier No Homo nicht als eine Ausgrenzungsform oder ähnliches. Verstanden? Das finde ich nicht gut, dass du das machst. Das ist albern. Das macht man mit 4 Jahren. Stop it. Stop it! Get erwachsen. So, wir testen jetzt diesen Felsen, Leute. Ihr könnt hier so schwul sein, wie ihr wollt. Lass es alles raus. Okay, das hat schon mal funktioniert. Seht ihr? Das ist meine... Die Tortheorie... Der Hebel ist ganz weg. So, die Tortheorie funktioniert. Jetzt gehen wir weiter in den Süden. Und wir lassen uns nur durch die Drohne carryen, weil ich bin ja völlig useless. Look at the Reload-Scheiße. Das ist ja totaler Superschmutz. Okay, die Shotgun ist übel scheiße, Leute. We make love to everything. Sehr gut. Machen wir mal das hier. So, wir sind einfach nur nach Süden gegangen, richtig? Also es wäre geil, wenn es funktionieren würde. Meine Vermutung ist aber, dass es nicht... Meine Vermutung ist, dass es nicht so ist. Weil bei der wäre man ja trotzdem sehr hart gezwungen, den Raketenwerfer ja auch zu spielen. Ah, das ist hier sehr unangenehm. Also Problem wird sein, dass wir kein Geld gemacht haben gerade. Die AK uns auch nicht leisten können. Vielleicht ist auch das Ende der Map, aber das war ja... Da, guck mal. Das war ja so ein Durchgang, ne?
Okay, also die normale Granate ist es auf jeden Fall nicht. Wie komme ich da durch? Ich teste das für dich, Maxi. Ah, geil, mach das mal. Ja, nee, das macht keinen Spaß. Wir lassen uns töten von dir. Also die Waffe ist scheiße. So, Startseite. Geh auf die Startseite. Das ist die Startseite. Deswegen, also das Ding kommt sofort in Müll. 15. Oh Gott. Ja, wir nehmen jetzt einfach nochmal das Sturmgewehr. Aber wie komme ich da jetzt durch? Oder nee, warte mal, ist das die Demo? Die Demo ist das Problem, oder? Das könnte das Limit der Demo sein. Das wäre natürlich scheiße. Kugelschaden. Mach mal das hier, das sieht geil aus. Ist der Demo-Bereich? Oh no! Ja, wenn man natürlich Wert drauf legt, dass es eine coole Karte gibt, dann kann ich das verstehen. Also, man muss ja bedenken, dass man sich ja irgendwie auch abheben muss von den anderen Games. Ich muss sagen, es spielt sich smooth. Ich finde die Drohnen-Idee geil. Ich finde das Waffe die ganze Zeit leveln sehr geil. Jetzt war die Frage, wie verliebt man dann aber auch in die Drohne ist. Also, ihr jetzt die Waffe zu geben, fand... Oh, was ist das denn? Mal, das wirkt zum Beispiel nach einem stärkeren Pack. Machen wir das ja. Das wirkt jetzt einfach nach einem stärkeren Drop. Oder? Schau mal in der Karte mit Zoom. Ich kann, also wie mache ich denn Zoom? Leute. Oh mein Gott, das gibt's noch nicht. Deswegen. Okay, ja, dann geben wir jetzt, wir erkunden jetzt einfach alles. Okay, ja, also es geht mit Controller, aber es ist nicht Controller optimiert. So müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt einfach ganz klar sagen. Wir gehen jetzt ganz nach Süden, okay? Aber das ist cool, dass die Karte erkundet bleibt. Das finde ich geil gemacht. Finde ich sehr angenehm. Crit Chance ist schon mal gut. Das hier ist auch nicht schlecht. Aber wir machen mal Crit Chance. Weil dann ist jeder Schadensboost auch sehr schön. Auch die Idee mit der Drohne, dass sie mit der Zeit stärker wird, finde ich auch sehr geil. Also, dass sie die ganzen Upgrades, die wir mal gesammelt haben... Wir haben jetzt ja eine Drohne, die theoretisch Stufe 20 werden kann. Was ja übel krass ist, weil du kannst ja basically deinen letzten Run nehmen und die gesamte Stärke deines letzten Runs hier draufpacken. In den neuen. Das ist schon übel gut. 2024 ist der Release. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass die quasi noch keine Angabe machen. Sorgt auch für weniger Druck. Solange Cash für das Projekt noch da ist, ist das ja auch nicht schlimm. Normalerweise ist ja häufiger eher Not am Mann, wenn etwas sehr unfertig abgegeben wird, weil man ja langsam Geld reinkriegen will. Spielentwicklung ist ja purer Horror. Ist ja finanzieller Superhorror. Guck mal, das ist toll. Da gehen wir jetzt den Weg hier entlang, würde ich sagen. Sowas würde mir auch sehr schwer fallen zu arbeiten. In so einem Berufsfeld. Okay, hier gibt es keinen Crit. A square attack spawns on a random enemy that doesn't have one. Ach, das soll... Ah, warte mal, das ist doppelte XP. Das ist aber auch gut, ne? Ja, machen wir das hier, komm. Mm-mm.
Rechts gibt es noch ein weiteres Biom. Ja, da gehen wir mal hin. Also das mit der Karte und dem Rauszoomen war ja ein sehr guter Tipp. Wir laufen jetzt auch hier einfach eiskalt durch und sammeln nichts ein. Weil ich gehe mal davon aus, dass diese XP-Sachen sich gut gemerkt werden. Und dann gucken wir einfach nach einem Turret. Die Turrets wirken aber schon sehr random, muss ich sagen. Da ist übrigens einer. Die Turrets wirkten für mich deshalb so random, weil vor uns ja auch zwei nebeneinander waren. Ist schon weird. So, Durchdringung, besondere Kraft. Wir machen das hier. So, da ist was Blaues. Sehr gut. Ihr hattet also wie immer recht. Ich sag's ungern. Aber manchmal seid ihr actually klug. Leute. So, was ist das? Was ist das? Was ist das? Steht einfach nur da. So, Heilung, Feuerrate, Kugel, das ist ja übel gut. Okay, also unsere Crit-Chance ist abartig hoch. Unsere Crit-Chance ist illegal. Hide and Seek. Entdecken Sie... Ah, das ist das neue Biom. Alter, wie tanky ist der Schwarm, bitte. Oh, da gab es Wachs. So, die lassen gute Sachen droppen, richtig? Wait, wieso hat der nichts gedroppt? Was ist das da? What is this? Der hat keinen AP-Balken. Ah, okay. Ja, ich dachte, der wäre übel gut. Sorry. Ich dachte, ich kann dem nichts anhaben. Er ist halt so groß und hat keinen HP-Balken. Was ist da los? Das ist schon albern. So, das ist irgendwie alles schlecht. Na, wir nehmen mal den hier. Was war das? So, 92. Also es ist ein bisschen... Oh, das ist aber sehr viel Crit-Chance, die weggeht, ne? Wir machen mal das hier, ne? Das ist besser. Ja, wir machen mal das. So, jetzt müssen wir irgendwann noch unseren Damage erhöhen. Irgendwann müssen wir noch unseren Damage erhöhen. Das Leuchtfeuer aus Dark Souls. Ist das so? Warte mal, ist das ein extra Leben? Ist ja keiner cool. Sei du selbst. Sei du selbst, zerstör einen Bienenstock. Ach du Scheiße. Bruder, was kam da raus? Bonus auf Crit. Manchmal schieße ich so langsam. Warum schieße ich manchmal so langsam? Ja, der hat auf mich geschossen. Unangenehm, der Kugelreißer. Das wird zu risky. Okay, das war dumm.
Okay, das ist kein schönes Biom. Ich habe das Gefühl, die droppen auch keine XP. Droppen die keine XP? Verzaubertes Bajonett. Bullets explodieren. Das muss was Gutes sein. Oh ja. Ja, das... Da habe ich das Gefühl, jetzt bin ich besser. Bullets explodieren. Ist gut. Den wievielten User Spambot muss ich bei dir melden. Den wievielten User? Ja, manchmal gibt es ja so weirde Bots. Aber es fällt dann immer sehr auf. Ich glaube, Spellinger hat damit ein paar Erfahrungen gemacht. Also einer meiner Mods. Die haben... Also es sind dann so viele. Und dann meistens so eine Nachricht. Das fällt halt sehr krass auf. Ist auch sehr unangenehm. So, ich habe leider gar kein Healing, ja. Ein bisschen Healing hätte ich dann irgendwie doch schon gerne. Ja, hier fühle ich mich sehr unwohl. Feuerrate, Effektgröße. Effektgröße könnte langsam interessant werden. Aber ich glaube, wir nehmen nochmal die Feuerrate lieber. Da ist eine Mine, jetzt sehe ich das. Ah, okay. Okay, das war viel zu viel Damage. Kugelschaden, das geht nicht. Bullet fires in Hexile Pattern. Ignoring Kugelausbreitung. Bullet speed halved. But lifetime is doubled. Das ist kinder geil. Aber eigentlich müssen wir den Schaden hochkriegen. Das ist jetzt, glaube ich, bei far das Beste hier. Das ist irgendwie Troll. Ich glaube, das geht nicht richtig. Wir machen das hier. Verzaubertes Bajonett. So. Alter, das macht übelsten Flächenschaden. Okay, also als Befreiungsschlag ist das Bajonett ja turbo-broken. Ja, der war lost. So, wir brauchen Damage, Leute. Wir brauchen leider übelst viel Damage. Also hier steht Heilung da, aber ist was ist denn mit Heilung gemeint? Was? Sekundentakt. So, das ist Quatsch. Das ist sehr gut. Wir müssen leider das nehmen. Wir brauchen die Feuerrate und wir brauchen halt Bonus auf kritische Treffer. Wir haben ja 100% Crit. Ja, und der Heal 0,8 pro Sekunde ist halt wirklich sehr gering, ja, würde ich auch sagen. Aber Bonus auf Crit merkt man ja sofort. So, diese kleinen Viecher, die da kommen, da ist schon das Bajonett sehr wichtig. So, Nachladegeschwindigkeit, Heilbonus, Magazingröße, Bonus auf kritische Treffer. Ich brauche das untere gar nicht anzugucken. Wir müssen nur langsam unseren Base-Schaden erhöhen, das ist wichtig. Base-Schaden ist langsam the key. The key to victory. So, wir gehen mal... Eigentlich müssen wir da runtergehen, aber wir gehen mal einfach hier nach rechts. Look at the damage. Die kommen gar nicht mehr raus. Also normalerweise kommen da ja ganz viele Bienen raus. Aber die sind ja instant tot.
Also da muss was so Geiles rauskommen, ne? Was ist das für ein Gott? Was kam da jetzt raus? Leute, ich habe einen Tag gebraucht, um das zu töten. Stimmt, es war ja pro Minute, ja. Ihr habt recht, das war, der Damage war pro Minute. Der hier, meine ich. Okay, jetzt kommen die Köpfe. Die waren immer sehr gefährlich. Aber wir kommen gut klar. Ich hätte gern sowas bisschen Lifestyle-mäßiges. So ganz leicht. Weil sonst muss ich ja eigentlich die ganze Zeit erkunden. Und hoffen, dass da so ein Apfel mit dabei ist oder so. Und mich dann entsprechend heilen. So, da kommt das Healing. Das Level meine ich. Ich habe nichts mehr zu trinken. So, Feuerrate, Magazingröße, Bonus auf kritische Treffer. I'm sorry, also. Es ist der Sargtürmer, Stürmer? So. Punkt, genaue Platzierung. Au. Ich glaube, ich werde auch zwischendurch gehittet von irgendwas. Die Bienennester sind aber wegen der Explosion halt völlig verloren. Und mittlerweile ist die Drohne auch ein sehr hohes Level, ne? Die Drohne macht ja auch mittlerweile sehr gut mit. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden dann alles so gemacht hat. Also was wirklich gut war. Und ich glaube, die Drohne ist immer noch... Ich glaube, die Drohne ist legit besser als ich. So, das ist ein bisschen weird. Feuerrad. Ich würde gerne einfach mehr... Also ich bin überlegen, das zu holen, aber es ist so schlecht. Es ist wirklich, je länger ich drüber nachdenke, desto beschissener ist es. On collecting credit. Das stunnen wir Gegner, okay. Also eigentlich ist es Kugelschaden, ne? Eigentlich ist es actually das ja. Okay, also vor uns sind wir gegen die Dinger echt hart gestorben. Weil die in uns reingecharged sind. Jetzt ist das gar nicht schlimm. Ich hätte aber gerne ein paar Äpfel. Okay, da ist eine Wand. Ich hätte gerne ein paar Apples. Hungry for apples. Hier, wir nehmen mal den Weg hier. Da ist eine Mine. Okay, das ist unangenehm. Das, jetzt wird's langsam scheiße. Da ist ein Boss. Der ist sehr nah an uns dran. Okay, also läuft mittel, würde ich sagen. Ja, wir müssen das nehmen. Es gibt nur noch das. Oder 16% Kugelschaden. Wait. Jetzt brauche ich die Supermathematiker. Warte mal. Hier würden wir Kugelschaden kriegen. Leute. Jetzt die Frage, 50% mehr Crit? Eigentlich ist das jetzt besser, oder? Besondere Kraft. Ich glaube, das ist jetzt besser. So. Jetzt habe ich mein eigenes Level verpasst.
Also, maximale Gesundheit. On hit. On hit? They become inflicted in Brandstatus. On hit steht hier. On kill. Soll ich das hier machen? Also das ist geil. Aber ich probiere mal das Brandmagazin. Ich krieg doch durch ein bisschen HP. Scheiße, die wird oben drauf gerechnet. Das ist nicht so gut. Okay, es ist eine sehr unangenehme Gegend hier. So, besondere Kraft, Effekt, Größe, Feuerrate, Kugelschaden. Ich glaube, es ist einfach eiskalt Kugelschaden. Wir sind schon so schnell bei 100% Crit. Und hier brennt jetzt ja auch alles. Au, das war ziemlich fies. Spawnrate können wir nicht machen. Feuerrate. Und ein bisschen Dodge ist auch nicht schlecht. Also das Schöne ist, dass meine Drohne noch besser wird die ganze Zeit. Ich werde aber beschossen von Weitem, das ist nicht so geil. Whee. Okay, also hier oben ist nicht mehr schön. Hier gehe ich jetzt. Würde ich sagen. Oh shit. Ja. Also jetzt wird es langsam sehr unangenehm. Die Drohne hat jetzt fast ihr maximales Level erreicht. Danach würde ich schon sagen, dass ich mich schlechter fühle. Und die Geschosse von den Nerven übelste Solle. So, noch mehr Feuerrate. Crit ist egal. Effektgröße könnte langsam interesting werden. Aber wir machen mal Feuerrate und mehr Dodge. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn ich. Also, als wenn ich langsam sehr viel Dodge habe. 30. Also 30% Dodge ist übel viel. Leute, Alter. Diese Bienennester, ganz ehrlich, super nervig. Also, sie haben sehr viel Ressourcen. So, ich glaube, das hier ist keine gute Idee. Aber ich habe auch gerade nichts anderes zu tun. Tschüss! Ah! Ah! Da ist ein Apfel. Geh ich für den Apfel, Leute? Heilung pro Minute. Ja, es ist immer noch albern, würde ich sagen. Warte mal, was? Your partner gained all your bonuses. Das ist doch insane, oder? Das ist doch dann nicht mehr balanced. Oder? Habe ich das richtig verstanden? All these bonuses. Ah, okay. Entschuldigung. Bist zu doll gefreut. Okay, Feuerrate. Geschossgeschwindigkeit. Ich will jetzt eigentlich nur Damage nehmen. Oh, Feuerrate. So. Aha, jetzt. Ah, genau.
Okay, ja. Ich habe mich zu doll gefreut. Also das hier ist auch sick. Wir machen mal das hier auch. Wir machen noch mehr Attack Speed. Also die Dinger werden auf jeden Fall mich umbringen, weil die dashen einfach random in mich rein. Aus 100 Kilometern. Das wird safe zum Tod führen. Die Gegner haben auch langsam echt viel HP, Mann. Guck mal, wie da oben, wie es da oben brennt. Ist scheißegal. Boah. Es geht auch langsam auf die Ohren, das Game, Leute, oder? Es geht langsam auf die Ohren. Ohren Midlane. Da war ein Apfel, ja. Da wird einiges gewesen sein. So, jetzt geht der Spaß wieder los. Da habe ich 2 Level. Muss jetzt 2 Level einsammeln. Magazingröße, nein. Kugelschaden. Also was die Drohne alles schießt, ist schon absolut insane. Anzahl der Kugeln, Nachladegeschwindigkeit. Ja, jetzt kommt ja nur noch das Gleiche, oder? Also wir gehen jetzt weiter auf Dodge. Bis ich... Oh, das ist ein Boss, oder? Boah, der kriegt ja gar keinen Schaden. Der kriegt ja gar keinen. Jo! Ist der Boss tot? Ist da noch einer? Doch, der ist da. Ah, es wird langsam eng. Ah! Help me! Ich krieg kein Leben dazu. Wenn ich Leben auswähle, passiert das nicht. Ja, also noch mehr Feuerrate. Ab und zu chargen die gegen mich. Der Charge bringt mich um. Okay, also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Erreichte Stufe 26. Ja, Kugelschaden. Also wir haben 100% Crit. Und dann können wir nur noch Crit Damage nehmen. Und dann noch mehr. Wir machen mal so. Und machen mal so. Dann machen wir so. Wir werden geraidet. Alter, the Freudsten. Es geht. Hello. Wir werden geraidet. Alter, hier Oberbefehl. Leute, look at that. So. Ich begrüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Boah, hier, guck mal hier. Wir haben gerade so ein schönes Grindy-Game für euch am Start. Das ist ein bisschen wie Brotato. Wir haben gerade eine Runde verloren. Aber dann könnt ihr auch die Runde von Anfang an sehen, was den Augenschmerz dramatisch reduziert. Davon gehe ich zumindest einfach mal aus. Und ja. Wir
hauen jetzt hier noch ein paar Ressourcen tatsächlich raus. Upgrade. Verbessert das Forschungslabor. Nee, wir holen noch die AK, glaube ich. Aber das machen wir nachher. So, willkommen, willkommen. Ich begrüße euch. Bin glücklich, dass ihr da seid. Oh, das liest sich OP. Aber wir haben keine Augen mehr. Keine Augen. So, also wenn ihr das... Ey, ich kann jetzt da unten ein... Ja! Oder? Kann ich jetzt woanders eingesetzt werden? Nee, kann ich nicht. Schade. Hätte ich das hier nicht aufgedeckt? So, okay, los geht's. So. Guten Morgen, guten Morgen. Alter. Die Mods. Wait, wo ist meine Waffe? Ah, da kann ich es machen. Wait, meine Waffe ist gar nicht da. Ich kann die doch nicht mitnehmen. Oder kann ich ihn mitnehmen? Konnte ich ihn mitnehmen? Wir testen jetzt die nächste Waffe. Wir testen jetzt die AK, Leute. Erhöhen Sie die Demo nach neu... Warte mal, was? Kugeln explodieren. Und Gegner verbrennen, genau. Bumm. Damit starte ich jetzt quasi. Ist das die Idee? Wir gehen jetzt trotzdem erstmal hier in das Gerät rein. So, wie teuer ist das Game? Das ist gerade kostenlos. Nur eine Demo. Aber die Demo ist auch leider sehr krass eingeschränkt. Glaube ich. Also man kann hier sehr viel erkunden. Es ist erschreckend, wie groß die Karte ist. Aber hier ist so zu... Und ich glaube, das ist so demomäßig zu. Und ich glaube, du musst immer weiter kommen, quasi. Was irgendwie geil ist, weil Exploration in solchen Games eigentlich nicht so der Selling Point ist. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Also es ist sehr chillig. Ich spiele zwar gerade mit Controller. Ich mag das irgendwie so, noch eine Hand frei zu haben bei sowas. Und zu chillen. Increased Sammelbereich. Also ist doch sehr gutes Deutsch auch. For every 10 seconds missing Gesundheit. Na, ihr seht, es ist in den Google-Übersetzer reingehauen, aber nur zu 50%. Also sie haben anscheinend nur die Begriffe übersetzt, aber Sätze werden immer noch im Englischen gebaut. Okay, so könnt ihr euch das Ganze quasi jetzt vorstellen. Das ist Frankfurt heute. Es ist auch schon for real dahinter. Bricht mich leicht. So, also es ist wild. Es ist wild. So, wir gehen auf Kugelschaden. Wir gehen auf Kugelschaden. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh, guck mal. Ah, wir schalten hier auch sehr viele neue Dinge frei. Bam, bam, bam. Okay, also die AK macht auf jeden Fall deutlich mehr Damage. Ich glaube, das merke ich. Oh, das geht nicht. On-Hit, 50% der Befliegten kühlen. Boah, das ist aber sehr viel Kugelschaden. Das hatten wir auch noch nicht. Einfrieren. So. Bumm. Das hatten wir auch noch nicht. Inflikt 50% vor. Hier, das brauchen wir. Kritische Chance, ne? Ich bin leider so ein Freund von Crit, weil 100% Crit heißt, das ist sehr gut. Okay, aber dagegen fighten ist halt jetzt übelster Quatsch. Ja, das war ein bisschen dumm. Aber wir müssen das Ding jetzt, glaube ich, kaputt machen. Die haben ein geiles Bewegungspattern. Also man kann es schon outplayen. Aber es ist nicht schön. Nachladegeschwindigkeit ist gut. Crit, Bohnen. Wir machen mal Nachladegeschwindigkeit, weil das nervt mich schon hart. Bang, 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 bang. Ja, ihr werdet jetzt sehr viele Schussgeräusche hören, Leute. Es tut mir sehr leid.
Ihr werdet hier die ganze Zeit ein übelstes Rumgebänge haben. Ist ein Maxim-Game. It is, Leute. Sehr chillig. Ich wollte ja diese Woche wieder mehr Sachen testen. Es ist so eine leichte Neo-Sucht bei mir am Abend geworden. Gestern hat mit Johnny auch geschrieben, hey Maxim, spielst du wieder abends in Berlin? Und das tut mir natürlich sehr leid. Wir probieren das mal, den Jetstock. Ah, nee, kann ich nicht. Boah, 30% Crit kann ich nicht nein sagen. Ist leider verboten. Mehr Crit und übelste Attack Speed. I just can't. Das ist synergiert schon so ekelhaft miteinander. Das Attack Speed sorgt dafür, dass die Crit-Chance stimmt. Okay, das ist so. So müsst ihr das leider mathematisch. Das ist. Oh, da kann man durch. Wait, will ich da durch? Ah, irgendwie nicht so richtig, ne? Ich bräuchte mal wieder so einen Turm, glaube ich. Das machen wir nicht, das ist irgendwie völlig useless. Aber vielleicht ist da auch ein Apfel drin, ich weiß es nicht. So, wann kommt Commander-Gameplay bei mir? Also es ist nicht leicht, mit Max aktuell Runden zu organisieren. Ich rede da sehr viel mit Johannes, der für Max quasi verantwortlich ist. Und es ist bisher sehr schwer. Oh, das ist alles scheiße. Dann nehmen wir mal das hier. Es ist bisher sehr schwer, Magic zu organisieren. Eigentlich war es schon vor 2 Wochen geplant, mit ihm zu zocken. Die Magic zu streamen. Aber Max Kalender ist jetzt mit sehr wilden Sachen gefüllt. Auch sehr viel, Entschuldigung, auch sehr viel Rumgefahre und auch sehr viel, ja, emotionaler Kram, der natürlich auch nochmal unangenehm ist. Das bedeutet, alle um ihn drumherum versuchen natürlich da eine gute Balance zu halten. Was ich auch sehr gut finde. Und ich stelle mich dann sehr weit hinten an. Ich weiß, dass ihr das sehen wollt und ihr da Bock drauf habt, aber es ist halt einfach. Diese Nachladegeschwindigkeit kotzt mich ein bisschen an, muss ich sagen. Wir machen das ja. Testen wir den Granatwerfer. So, das sind so Sachen, die ich da quasi nicht jemanden aufdrängen möchte. Weißt? Wäre natürlich geil. Das Problem ist halt, Commander weiß auch nicht mal, was schaffen. Ich glaube, wir werden dann zu zweit einfach so zocken. Einfach so ein bisschen Magic spielen. Commander, die Problematik, dass es halt sehr, sehr lange geht. Ich weiß, dass es auch Commander-Decks gibt, die nach 2 Minuten GG sind. Aber ja. Es ist sehr, für mich ist es sehr anstrengend, tatsächlich Influencer zu organisieren. So, es ist wirklich. Es dauert. Leute. Es dauert einfach illegal viel Zeit. Es ist übelst großer Aufwand. Weil die haben ja alle so ihr Leben. Und ich bin ja auch nervig as fuck. Ja, ich guck mal, wann ich streame. Guck mal, wann andere streamen. So, wir nehmen mal das hier. Und dann versuch mal, was mit mir zu machen. So, es ist impossible. It's impossible! Okay, es ist wirklich sehr, 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 sehr unschön. Aber weil ich ja weiß, dass es so anstrengend ist, kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, warum andere für einige Dinge keine Zeit haben oder es einfach schwer möglich ist, diese ordentlich zu organisieren. No? Ich hätte halt sehr gerne Klone von mir. So richtig gerne. Das wäre schon. Das wäre mein Traum. Aber die müssten auch so eine gemeinsame Consciousness haben. Damit ich auch das, was die Klone erlebt haben und machen, auch erlebe. Also auch davon weiß und es fühle. Weißt du? Das wäre schon cool. Stell dir vor, du kannst eine Weltreise machen und gleichzeitig arbeiten. Aber hast
als der Arbeitende trotzdem alles gesehen und gefühlt, wie es ist, auf dem Himalaya zu stehen oder so. So. Das wäre schon geil. Was ist das denn? Ah, das war ein Loot Goblin, lol. Also wenn du so einen einzelnen Gegner hast, der einfach 5000 Schüsse aushält, das ist schon ein bisschen unangenehm. So. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen. Ne? Wir erkunden jetzt einfach die ganze Zeit. Ne? Ich laufe jetzt hier einfach nach rechts als nächstes. Wie bei Naruto. Können die das bei Naruto? Bei Naruto muss ich sagen, es gibt doch diesen Typen, der Main Character, I guess. Wobei, so richtig, also ich sitze manchmal bei meinen Kindern mit am Laptop, wenn die quasi Naruto gucken. Und dann gucke ich so ein bisschen mit zu, das bedeutet, ich bin in der Story nicht so drin, aber es sind, also ich habe noch nie eine Sendung gesehen, die so viele Recaps hat, wo man so oft in die Vergangenheit blickt. Das ist einfach, also die Quote davon ist ja unnormal. Es geht nur, einer hat irgendwas erlebt und dann passiert irgendwas Krasses und dann denkt er an alle emotionalen Momente zurück, die er mit der Person hatte. Und das ist mal 100. Das ist die ganze Zeit. Also so kommt es mir zumindest vor. Vielleicht täusche ich mich auch. So. Naja. Auf jeden Fall kann der sich ja teilen, der Hauptdarsteller da. Und da würde ich gern wissen, ob das auch doppelter Schmerz ist, wenn du jeden davon gleichzeitig auf die Fresse haust. One Piece ist schlimmer. Naja, manchmal ist ja auch so emotionaler Aufbau ja auch wichtig tatsächlich für eine Sendung. Aber meine Kinder, sie nehmen das so mit gemischten Gefühlen auf. Also manchmal sind die ganz schön so, oh, jetzt macht mal was. Ja, wir wissen, dass der darüber nachdenkt. Na, das ist schon auch unangenehm. Für die. Also irgendwann ist einfach zu viel. Zu viel Blödsinn. So. Warte, die Karte. Die Karte nervt auch langsam. Deswegen guck mal die gekattete Version. Ich weiß tatsächlich nicht, wo die ist. Das ist eher so das Ding. Also wir gucken, glaube ich, alles über Prime oder so. Brauch mehr Flächenschaden. Please. Wir haben nicht genug Flächendamage. Lol, den hat es kurz eingefroren. Das heißt, Bosse wären actually davon betroffen. Das ist kinda cool. Au. So, kritische Chance. Bumm. Okay, also wir sind bei 100% Crit. Jetzt brauchen wir Attack Speed. Okay. Attack Speed. Guck mal, hier ist alles dabei. Boah, das hätte ich vorher gern genommen. Aber es ist jetzt Wasted Stats. Wasted. Einfach googeln, welche Folgen das sind. Ja, das hat dann der Aufwand so groß. Also die wollen einfach abends da sitzen. Bevor sie ins Bett müssen, ziehen die sich noch eine Serie rein. Aktuell gucken sie auch sehr viel The Simpsons. Und machen, du hörst die zu Hause, wenn die irgendwas machen müssen oder sowas, dann, nein! Na, dieses Homer-Verhalten, das kopieren die schon sehr krass. Ist ja auch irgendwie lustig. So ein bisschen. Aufleveln. So, jetzt bitte mehr Attack Speed. Kann ich bitte mehr Attack Speed haben? Wir haben festgestellt, dass sie über einige verwendete Drucker... Was? Windows will mir einfach irgendwelche Druckerinformationen geben. Schön.
So. Okay. Ja, wir erkunden einfach fleißig weiter. Wir erkunden fleißig weiter. Der Damage ist auch echt gut, muss ich sagen. Mich stört halt wirklich die Attack Speed. Was ist das? Was muss ich machen? Leute, was muss ich machen? Ah, ich muss da drin Gegner töten, oder was? Ja, der muss ja aufhören zu schießen, das kann ich nicht. Ich habe auf automatisch gestellt. Jetzt verstehe ich's. Leute, die haben leider automatisch. Ich meine, es müsste gehen. Erfolg. Müsste eigentlich easy funktionieren. Weil es ja wirklich so viele sind. Okay, bin ich jetzt für immer so schnell? Das ist ja übel wichtige Info. Also das muss man sich merken. Das ist ja turbo-busted. Weil wenn das jetzt so bleibt, ist ja GG. Boah, du Arsch. Hör mal auf. Ja, es scheint so zu bleiben, ne? Okay. Excuse me. Ich mache so wenig Flächendamage. Please. Ich brauche irgend so ein Streuding. Irgendwas. Schüsse explodieren. Hier, penetrates extra targets und ich verliere meine gesamte Attack Speed. Gain Attack Stack. On fire. Lose your current Attack Stack. Was? Du lose 2 maximale Gesundheit. Warte mal, was? Also das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich. Kugelschaden, los geht's. Kugelschaden verstehe ich. Meinst du denn, ein Netbook... Warte mal, was? Ein Netbook schafft Enshrouded? Oh, ich kenne mich leider mit Mindesteinstellungen nicht aus. Ich kenne halt nur LOL und LOL kannst du auch auf dem Handy spielen. So, das ist das Einzige, was ich weiß, Leute. Aber sonst habe ich leider... Fehlt mir der Bezug, was hohe Anforderungen hat oder nicht. Da muss man dazu sagen, das Leben eines streamenden Influencers im Gaming-Bereich ist jetzt schon sehr lost. Weil man bekommt halt sehr viel for free. Also es gibt dann halt selten, oh, was für eine Anforderung hat das, sondern ich hole mir einfach den krassesten PC der Welt und fertig aus. So, da fehlt der Bezug ganz schnell. Weißt du? Das ist so, wenn du Friedrich Merz fragst, wie viel man mit 40 Euro einkaufen kann. So, das weiß er halt einfach nicht. Na, das ist impossible to know, weil kein Interesse dran und kein Bezug zur Realität. Leute, ich bin übel fast. Okay, es geht nicht. Ich brauche Healing. Mama. Mal verliere ich die ganze Zeit HP? Nee, ich kriege HP, ne? Also irgendwo ist hier ein Boss. Da, der da. Ja, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ich hole mir noch einen Kaffee. Ich habe den Boss gefunden.
Aha. I should have known from the start. So, es tut mir leid. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist eingetreten. Kaffeebohnen alle. Ist nicht schön. Also schrecklich. Verstringung 2. Habe ich nicht so gemerkt, muss ich sagen. Also es Nahtod. Das heißt, ich habe auf die Kaffeemaschine gedrückt und du hörst nur so und dann ist Schluss. Und dann, ich renne ja schon aufs Klo. Na, ich bin aufs Klo gerannt und dann wusste ich, fuck, wenn ich jetzt zurückkomme, ist da 200% kein Kaffee und ich weiß noch nicht, was schuld ist. Ich weiß es noch nicht. Warte mal, was? When taking damage, retaliate with a 2-damage counterattack. Das ist cute. Und ich muss sagen, das ist auch sehr gut. Aber hier gibt es mehr XP. Wir machen mal die mehr XP-Variante. Ich glaube, es ist trash. Aber 35% ist schon wirklich viel. Juckt im Nacken. So. Pam, pam, pam. Hast du mit Melenia gestartet? Bleiben wir noch ein bisschen stehen. Am Anfang ist das ja hier sehr entspannt. Dankeschön für die Subs, sehr, sehr freundlich. Zock mal Returnal. Tatsächlich habe ich Returnal schon gespielt. Ich konnte Returnal erst dann spielen, als es kein, und das passiert ja auch selten, kein PlayStation-Exclusive mehr war. Richtig? Das war ja mal ein Exklusivtitel. Und laut Grundgesetz ist es natürlich verboten, einen Shooter mit Controller zu spielen. Und da ich mich ja ans Gesetz halten will, habe ich gewartet, bis sie das dann tatsächlich auf den PC gebracht haben. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es jetzt nicht 100 Millionen Mal durchgespielt. Aber bei mir, ich habe bis dahin gespielt, Spoiler, wo sie schon eine Rentnerin war und zurück auf die Erde kam und an Altersschwäche gestorben ist und dann wieder auf dem Drecksplaneten gelandet ist. Und das hat auch in mir Gefühle ausgelöst, negative. Weil ich dachte, damn, ich dachte, ich bin fertig. Also die ist dann nochmal returned. Da muss ich auch sagen, da ist es als Computerspielhersteller auch sehr schwer, das Ganze emotional wirklich zu übertragen. Weil wenn du schon quasi abgeschlossen hast mit deinem Leben und plötzlich bist du wieder 20 in der schlimmsten Situation deines Lebens, du bist da ja abgestürzt. Das ist ja schon sehr unangenehm, wenn man ehrlich ist.
Und ja, das hat mich so ein bisschen gebrochen. Und gleichzeitig ist es auch sehr unrealistisch. Also irgendwann weiß ein Mensch, es ist it's time to fucking go. Okay? Und das muss dann eigentlich sehr unangenehm sein, dann tatsächlich wieder auf diesen Planeten zu landen. Also man ist dann auch so, weißt du, man ist dann geistig auch so müde. Dann hast du erfolgreich das Tutorial geschlossen. Ja, genau. Siehst du, und das, solche Kommentare habe ich dann auch bekommen. Und auch diese haben mich gebrochen. Das muss ich einfach so sagen. Auch das war dann so, oh boy. Also klar, wenn du dich übelst verknallt hast in das Game, dann ist es geil. Und wie gesagt, ich fand es sehr schön. Ich habe auch sehr viele Stunden da reingesteckt. Also so eine Stundenanzahl, wo ich sage, yo, da also bin ich jetzt eigentlich fertig mit. Weißt du? Und es ist natürlich rogig. Und das ist auch okay, dass es rogig ist. Ich fand zum Beispiel, als ich so Roguelite zum ersten Mal so langsam verstanden habe, das war um die Zeit, als Hades rauskam. Bei Hades habe ich mich auch heftig verknallt. Und das war ganz cool. Ah, ich muss mal kurz meinen Kaffee holen. Das war ganz cool, weil Hades hat es so gemacht, du hast das Spiel gespielt bis zum Ende. Und dann konntest du mit deiner Mutter oder so reden. Und jedes Mal, wenn du zu Ende gespielt hast, hast du mehr Dialoge bekommen. Also du erzählst mehr die Geschichte weiter. Und Returnal hat es nochmal 6-mal geiler und spannender gemacht. Aber als sie als basically als Oma wieder zurück musste, das geht nicht. Das ist zu viel. Shut the fuck up! Gut. So. Ganz an. Nee, jetzt habe ich doch keine Lust. Folgender Punkt. Wichtiger Punkt. Leute. Ich trainiere ja fleißig. Training macht Spaß. Training macht glücklich. Alles ist toll. Aber. Damit Training Erfolg hat, musst du ja verschiedene Dinge tun. Du musst einen Reiz setzen, der übelst krass sein muss. Weil sonst denkt dein Muskel. Ach so, der hat schon nur einen runtergeholt. Ja, dann brauche ich ja nichts zu machen. Na, das heißt, der muss sick sein. Das muss wehtun. Na? Und dann ist ja das nächstwichtige. Proteinzufuhr. Okay. Proteinzufuhr ist wichtig. Die Bausteine von Muskeln sind die Muskeln eines anderen. Oder Linsen. Na? So. Jetzt kommt meine große Frage und ich möchte, dass es jetzt zwei Gruppen von Antworten gibt. Und ihr schreibt das auch in Klammern. Ich möchte, dass jetzt eine Gruppe antwortet, hey Maxim, ich schätze das und das. Und dann antwortet die andere Gruppe und sagt, ich habe Folgendes gegoogelt. Okay? Boah, das ist alles scheiße, ja. So. Also. Ich esse sehr gerne in Berlin Burger. Okay, so einen leckeren Burger. Und da ich ja auf meine Proteine kommen will, rede ich mir auch heftig ein, dass dieser Burger mir hilft. Okay, der hilft mir bei meinem krassen Muskelaufbauprojekt. So, jetzt kommt aber das Wichtige. Wenn ich 300 Gramm Burger... Also ich bestelle mir einen Burger, da ist ein Patty, 150 Gramm, das steht so auf der Seite, Burgerzimmer heißt das, in Spandau. Na, da steht 150 Gramm, ich bestelle natürlich Double, also 300 Gramm Rind. Jetzt die große Frage. Wie viel Proteine sind in den 300 Gramm? Das muss ich jetzt für mich selber wissen. Ich habe mir heute Morgen 500 Gramm Skyr reingeballert. Das sind schon 50 Gramm. Was gut ist.
50, 14, 42, 60. 76 laut Google. Schätze 20 Gramm. Oh, 20 Gramm ist keine gute Schätzung. Ich sag's, wie es ist. Also aus 300 Gramm Rind. Nicht der Burger wiegt zu viel. 14 Gramm pro 100. 420. Das hat mehr Proteine als Gewicht. 20 Gramm bei den meisten Fleischsorten. 42 Gramm. 300 Gramm ist gleich 100 Gramm Proton. 100 Proton. Also ich würde es auch sagen, 80. Also mit 50 bin ich glücklich. Mit 80 bin ich sehr glücklich. Also 80 bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Leute. Das kann so bleiben. Also laut Google zwischen 50 und 80. So können wir es, denke ich, sagen. Da ist ja auch Salat. Google sagt 14. Aber wie kann das schwanken zwischen 26 und 14 Gramm? Das geht nicht. Das ist albern. Es gibt natürlich so eine Burger-Fettverteilung. Aber ich glaube, die ist 75, 25 oder so. Es sind 40 bis 50. Ground Beef, genau. 75% Lean, Patty, genau, das brauche ich. Google Rinderhack ist nicht gleich Rindfleisch. Ja, es ist schon hackig. Also ihr würdet sagen, ich esse meinen Skyr morgens, ich bestelle mir einen Burger, da bin ich bei 100 Gramm mindestens. So, da brauche ich noch 60 ungefähr. Ich kann nochmal Löwenanteil essen, so habe ich es quasi gestern gemacht. Aber Löwenanteil hat so 30 bis 40 oder so. Je nach Sorte. Boah, der hat fast nach mir geschossen. Und dann wurde er zermatscht. Ich muss einen Eiweißshake, ja. In Leipzig mache ich das. Wenn meine Frau kocht, ich liebe meine Frau, aber sie kocht so sehr Soul Food, würde man sagen. Und Soul Food, da zählt zum Beispiel deine Lieblingsnudelgericht, weißt du? Soul Food ist halt, also es sind selten übelste Proteine drin. Für mich zumindest. Okay, nächste Frage. Das gefällt mir. Die nächste Frage ist, 6 Bit Sake Maki. Maki Sake. Sushi. Okay. 6 Stück. Was geht da ab? Ich brauchte Kalorien und ich brauchte Proteine. Weißt du, ich muss die Fantasien in meinem Kopf auch zurückhalten. Sushi ist Schmutz. Ist Sushi Schmutz? Oh, ich finde Sushi übel lecker. Ist Schmutz? Muss ich aufhören? Soll ich Stream ausmachen? Gehen wir zu weit? Laut Google, 12 Stück. 300 Kalorien. Oh, das geht aber. Cool, weil es sind viele Kohlenhydrate. Warte, du hast nur Fett hingeschrieben. Sechs Gramm Protein? Nee, ich will nicht pro 100 Gramm wissen. Ich weiß, dass man die natürlich unterschiedlich groß machen kann.
und Maki sind nicht wirklich gleich Maki. Aber wenn ihr mir sagt, dass 6 Stück 6 Gramm Protein haben, dann darf ich kein Sushi mehr essen. Dann ist das ja Turbo Lost. Also ich verstehe es auch, weil ich mache mir normalerweise Lackofen, Kartoffeln mit Lachs. Und dann nehme ich so ein... Boah, was ist das? 150 Gramm Lachs oder so? Ja, wenn ich das jetzt so zweimal drüber nachdenke, ist es actually peinlich. Wow, das kann ich dann, das muss ich dann auch unter Soul Food verrechnen. Scheiße. Toll, fühlt ihr euch jetzt besser? Das ist doch scheiße. Jetzt geht's mir schlecht. Because of you. Oh, das ist scheiße. Das ist ganz schlecht. Und ihr nehmt das auch einfach so hin. Das ist auch nicht gut. Leute, ich dachte, wir sind ein Team. Ich dachte, ihr... Also, na gut, ihr seid ehrlich. Ehrlich ist halt sehr nützlich. Aber ehrlich tut halt auch weh. Na gut. Dann muss ich heute was Vegetarisches bestellen. Ich brauche jetzt was Vegetarisches. Und es muss aber... Also es muss 50 Gramm Protein haben. Und ich muss es bestellen können. Ihr müsst es der Bestellung nachweisen. Okay. 50 Gramm vegetarisch. Skyr hatte ich zum Frühstück. Skyr zählt nicht mehr. Skyr hatte ich zum Frühstück. Jetzt beruhigt euch mal. Ein Sack Zwiebeln. Geil. Oh, das ist unlucky. Jetzt habe ich ja schon genug. Also mir gefallen die Sachen da unten, aber ich habe schon 100% Crit. Ich brauche jetzt das hier. I need this. Zwei Kilo Nudeln mit Käsesoße. Oioioioi. Jetzt werdet ihr aber albern. Es muss bestellbar sein. Ihr müsst das dem größten Vollidioten der Welt erklären. Also mir. Es muss ganz klar sein. Ganz simpel. Wenn jetzt gesagt wird, hey, bestell Sushi. 24 Maki. Oder Burgerzimmer, also einfach ein Doppel-Cheeseburger. Dann hätte ich gesagt, prima. Ich kann auch eine Bowl bestellen, ja. Bei einer Bowl wurde ich jetzt aber von euch beschädigt. Also ihr habt jetzt meine Lieblings-Crispy-Chicken-Bowl von Yana Sushi. Habt ihr mir jetzt versaut. Weil es schmeckt. Aber da komme ich ja niemals auf 50 Gramm Proteine. Like never ever. Leute, wenn Sushi nicht schafft. Wie soll da... Chicken, paniertes Chicken. Also es ist schon komplett FF. Wie soll das gehen? Hau. Das ist kein Teamplay. Trinken Shake. Ja, es wird alles auf den Shake hinaus tüdeln. Ich sehe es jetzt schon. Das wollte ich vorhin übrigens sagen. Meine Frau macht übelstes Soul Food und Robert hat gesagt, genieß es, aber baller dir danach einen Shake rein. Damit du auf die fucking Proteine kommst. And I do. I do. 200 Gramm Kidneybohnen im Salat. Oh, Alter, dann fängt doch mein Auto an zu schweben, wenn ich zurückfahre, oder? Leute, dann verliere ich doch den Bodenkontakt. Da muss ich ja hoffen, dass der Wind nach Süden weht. Was ist das übrigens für eine Scheiße?
Übel bad. Ist alles bad. Ein Liter Miso-Suppe. Miso-Suppe. Also ich finde ja Linsen ja auch geil. Also Furzen ist auch einfach fantastisch. Das ist alles an Furzen ist lustig. Macht Spaß. Aber es ist halt mehr so eine, also selten eine gemeinsame Erfahrung. Kichererbsen haben ähnlich Protein wie Rind. Ja genau, deswegen, also Löwenanteil zum Beispiel hat oft Kichererbsen und Linsen und sowas drin. Und das ist auch richtig OP, habe ich übel viel gemacht. Früher war immer mein, also meine Gemüsepfanne ist quasi so eine rustikale Pfanne von Kaufland. Da ist schon so alles ein bisschen tiefgefroren drinnen. Alles ja eigentlich actually ganz okay. Und dann mache ich da meistens noch so ein Glas Kichererbsen rein. Und dann noch Chili und dann sind das so zwei, da ist das zweimal ein geiles Essen. Mit entsprechenden Proteins. So. Das ist schon ganz cool. Your partner also against this. Also also heißt beide. Richtig? Guck mal hier. Also. Da Entenscham. Entenscham nehmen wir jetzt. Proteine ja, aber nicht Aminosäuren. Ja, das stimmt. Das ist leider alles sehr kompliziert, Leute. Ich glaube, die Fleischlobby hat es dann auch einfach einfacher. Muss man sagen. Aber recht haben sie alle. So, das ist das Schöne an Sport und Ernährung. Alle haben recht. Everyone is awesome. So, ich glaube, wir sterben jetzt bald wieder. Also ich krieg das vom Scaling her überhaupt nicht hin. Die AK gefällt mir noch nicht so gut. Everything is awesome. So, ich bin leider tot, Leute. I'm dead. I'm dead. Da ist ein Apfel, aber den werden wir nie sehen. Der hat uns beim letzten Mal getötet, richtig? Und ich fühle das. Ich glaube, die AK ist actually zu schwach. Leute. Too weak. Too weak. Auch wenn natürlich der Damage wirklich geil ist. Habe ich gerade FPS zurückbekommen? Kann das sein? So. Okay, ja, das lief ja nicht so gut, würde ich sagen. Das lief ja nicht so gut. Warte mal. Nein, nein. Nee. Nee. So. Okay, ich setze meine Kopfhörer wieder auf. Ich glaube, wir haben für heute genug geballert. Wir spielen jetzt noch was anderes. Alte 4. So, ihr habt noch zwei Sachen vorgeschlagen, glaube ich. Das war auf jeden Fall ganz cute. Die Frage ist, ob wir jetzt einfach Nio suchten und Just Chatting machen. Es ist ja jetzt schon sehr Just Chatting. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Oder was anderes. Ich über Essen rede, ich muss gleich kochen. Ja, ich werde mir sowas von bestellen. Skull and Bones werden wir am Wochenende spielen. Das ist so der Plan. Das habe ich da schon so ein bisschen vorbereitet. Into the Necro Vale. Was ist das denn? Into the... Oh, das sieht cool aus. Das ist aber sehr dunkel, Herr Müller. Oh, sieht aber cool aus. Alter, wie viele Pfeile auf den fliegen. Aber den juckt das nicht.
Und Bosse gibt's auch. Und dann Arthas. Der Lich King. Spielen wir. Ey, wir können es auch kaufen. Wir kaufen das. So, dann spielen wir das. Leute. Es ist euer Tag. Euer Tag ist gekommen. So. Müssen wir hier im PayPal einhängen. Oh. Everything is awesome. Oh, dieses Lied ist jetzt leider in meinem fucking Brain drin. Ich kann nicht reden. Nee, ich kann nicht tippen. So. Snowfall habe ich auch schon gespielt. Aber ich glaube, ich habe es falsch gespielt. Ich habe es mit Maus und Tastatur gezockt. Das war, glaube ich, ein Fehler. Also das sieht auch sehr nach Maus und Tastatur aus, aber ich finde, sobald man bei einem Spiel rollt, ist GG. Oh, das Spiel ist 100 Megabyte groß. Wow. Das ist wenig. So. Seht ihr das gut? Ja. Begin Journey. Google mal Prep My Food. Es gibt auch so eine Seite, die, wo man Essen bestellen kann, wo man denen sagen kann, ich hätte gern so und so viele Kalorien über die und die Tage verteilt und dann macht er dir, dann schickt er dir Frühstück, Mittag, Abend, verschiedenste Gerichte. Mit den Werten, die du angegeben hast. Okay. Der hat eine schöne Stimme. Was steht da oben? Press F9 for Feedback. So, wir gucken mal, ob Controller besser ist. Also, wir können schon mal mit Controller Sachen wegklicken. Minus 5 Hope. Okay. Ja, mit Controller ist schon angenehmer. Ich bin leider so ein Controller-Idiot. Meinst, ist das nicht HelloFresh? Bei HelloFresh musst du selber kochen. Da ist alles schon fertig. Leute, ich habe jetzt 3 Attack-Buttons gefunden. Ich kann mit A angreifen, mit RB. Na gut, nur 2. Nee, RT geht auch. Und man kann auch, also das ist ja wild. Ab ins Necrogate. Geht los. Ruhe bitte. Türen sind zu. Ach du fucking Scheiße. Man sieht deren Attack-Timer. Habe ich Ausdauerprobleme? Okay, hast du mit Melania geschlafen? Level clear. Das war sehr schlecht geklärt. Ich habe ja übel schlecht geklärt, Leute. Rusty Blade. Weil das war mit meinen Händen. Das zählt nicht. Da ist alles voller Blood. Der Marinierer. Was muss ich machen? Wow. Das ist ja krass. Stell dir vor, du putzt gerade Zähne. Und dann steht Schule hinter dir. Was mache ich jetzt?
Stopp! Also ihr könnt noch... Oh, lol. Kann ich auch Auto anvisieren? Das wäre geil. Gibt's das? Okay. Damage Pop-Ups. Usability. Schade. Wait. Nee. Okay. Da müssen wir zielen. Bruder, ich mach nur Schaden. Super Spell! Wann macht er seinen Super Spell? Ich dachte, ich habe es aufgeladen. Boah, das ist ja furchtbar. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Und es sieht sehr schön aus. Palak Paneer bei Sunrise Shankara. Falls du Indisch magst. Spielerrenner. Jo, mache ich. Eine Sekunde. Wie heißt denn das? Ich habe vergessen, wie es heißt. Wie heißt's? Kurzzeitgedächtnis activate. Into the Necrovale. Das gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Into the Necrovale. 22 Follower. Let's go! Leute. So, es geht los. Wir haben Schluss auf Nioh 2 bekommen. Ja, Nioh habe ich auch richtig Bock, Mann. Ich bin auch süchtig. So, Offhand Items. Give you special abilities. Once equipped, activate with LT. Lol. Ich kann den Schild auch halten mit dem Bogen. Was ist das? Minus 11 Hope. Warte mal, ich habe jetzt Hope. Mach mal hier die Scheiße weg. So. Na gut. Wir probieren mit dem Bogen. Hope drain zwei Fighting. You face severe consequences. Bro, hier sind übel viele Gegner. Alter, ich muss hier übel krass sein. Level cleared. Also war nicht schön. Ich glaube, ich kämpfe lieber so. Also der Bogen macht mich fertig. Schuhe. Habe ich die automatisch an? Ja, was machen die? Evasion 5%. Und Health. Na dann. Pray to the Father. Ghostly Pendant. Nochmal Evasion und in Dodge Evade Enabled. Was? Dodge Evade Enabled? Warte mal, ich hatte vorher keine Iframes. Magst du Evoke a Dose? Ja, geht eigentlich. Also. Wait, was ist los? Das sieht cool aus. Solche Maps mag ich. Und jetzt? Another lost soul. Sorry to say. So, also die sind auf jeden Fall alle schlecht drauf, Leute. Warte mal, der kann ich eins Hoffnung geben, oder was? Machen wir das. Thank you, Stranger. Okay. So, grants magic, a magical barrier makes regenerate more quickly. Ich habe eine Barrier? Wo ist mein Geld? Ich habe 2 Gold nur! Ist ja nichts!
Hä, wie kann ich den verkaufen? Hier, sell. Achso. Okay, also das war völlig useless. Da brauche ich 8. Das ist mein Stash. Bro, ich kann hier nichts machen. Der ist noch going back. Na gut. Aha. Ja, das ist die Map. Seals. Okay, also ich muss ja anscheinend ein bisschen zocken. Hier habe ich noch kein einziges Seal. Ah, guck mal. Wenn ich das schaffe, kriege ich plus 1 und hier kriege ich dann plus 8. Ja, das ist ja cool. Das ist meine Base. Ja, das habe ich schon verstanden. Los geht's, Bitches. Ach man, ich war mir so sicher, dass die mich einfach maßlos verfehlen. Aber they didn't. Warte mal, woher kam das jetzt? Woher kam jetzt das Blut runter? Mystic Stuff. Lame. Wir gehen ins Kloster. Harlot. Ist die Naksch? Das ist Toss. Na gut, das hat mir jetzt nichts gebracht. Decrypt. Kill all Dregor. Ah, die sind ja übel viele. Bruder, was ist mit der Waffe? Die ist ja insane. Die ist voll gut. Lohnt sich das hier alles in den Arsch zu machen? Weiß das einer? Kebab-Simulator. Nee. Oh, Döner, Mann. Döner in auch Bock. Alter, Hotshot GG. Power Move. Power Move 3. Unleash, ja, was ist das? Shoot a barrage of arrows that ignite enemies. Aber das ist ein bisschen cooler. Das testen wir. Ja, ist immer noch ein bisschen wack, aber... Bruder, ich muss ja so viel tumblen. Ja, Vainspotting. Wie sind denn das noch? Es hört nicht auf! Wobei, nee, da standen Waves Remaining, ne? Okay. Wie viel Healing habe ich denn, Leute? Also was, also... Ich habe Angst, dass ich jetzt das Healing benutze und dann ist das zu schlecht. Was für ein Ding ist das? Ein Pull. Swipe the stick, stunning any nearby enemies. Long, sharp stick. Ist ein Speer! Ist ein Speer.
Okay. Also ich nehme mal das links. Okay, das hat übel viel geheilt. What the fuck? So, wir gehen zur Stronghold. Survive the waves of hopeless. Ja, es ist schon nicht leicht. Okay, der Speer suckt. He's sucking. He's sucking. It's a lot of suckage. Three waves remaining. Wann habe ich meine Ult? Wie mache ich meine Ult, Leute? Habe ich irgendeine Taste dafür? Boah, Alter. Bisher habe ich nur die normale Angriffstaste. Oder macht er das einfach automatisch? Leute. Oh, ich habe noch Kaffee. Also bis jetzt ist das Spiel sehr leicht. Leute. Guck mal, ein Pullover. Das ist 40 Health. Ich hätte gern, statt dieser Health Bar, hätte ich gern Zahlen. Pray to the Father. Oh, eine Axt. Bowl your way through enemies. Was ist das für eine Tech-Move? Hä? Das sieht ja übel scheiße aus. Ha! Eine Fahne. Bin ich jetzt schon wieder meiner Base? Tatsache. Du hast doch cleaner als Matthäus Ass nach der Dusche. Danke sehr. So, wir haben 10 Gold. Sell. Sell. Sell, 16. So, jetzt geht's los. Deal more damage, but feel a creepy sense of dread every time. Despair gain. Was ist das? Nee, was ist. Also, Schuhe habe ich ja schon. Uncommon Head. Ich habe noch kein Head. Arc-Segment, minus 40%. Was ist ein Arc-Segment? Focuses the spread of your attacks. Das ist doch was Schlechtes für mich, oder? Ich will ja, dass meine Attacks hart spreaden, oder? P-Schwert verkauft. Na gut. Wir gehen jetzt da lang, Leute. Das habt ihr jetzt davon. Dass er hier meine Einkauf, meinen Einkauf judged. Was war das? Wieso habe ich gerade 100.000 Schaden gemacht? Da standen gerade 100 da. Stand gerade 100. Peasant. 20 Health. Aber Evasion. Ich weiß nicht, ob es ein Crit ist. Wer bist du denn? Please help me. I can do this alone. Heal for 10 Hope. Hey, warte mal. Ich muss sie verteidigen. Ich muss. Das ist eine Escort-Mission. Ich sag's, wie es ist. Diese Waffe ist sehr gut.
We did it! Thank you, please take this. Also, 20% Range. What? Oh, das ist geil. Na, was ist das denn? Ice Strike enabled. Attacks per second, 1,5. Das auch. Boah, das hat aber einen sehr krassen, also ein sehr schönes Geräusch auch. Wie kann ich da rein? Wollen wir den befreien? Ja, ne? You can feel it, can't you? The despair is built. Also die sind auf jeden Fall alle schlecht drauf. Ding. Ba, 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 it's a joke. The punchline will find you soon. Go fetch some gold like a pig rooting for mushrooms. We are all swine. Okay. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Der Spielsound ist sehr leise. Ist es so? Also, ich kann den auch lauter machen. Wenn ihr das ein bisschen besser findet, kann ich das so machen. Alles, damit es euch gut geht. Wieso kann ich den Rest nicht aufmachen, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Boah, jetzt ist aber sehr laut, ne? Jetzt mach ich mal ein bisschen so hier und ich mache ein bisschen hier weniger. So. So, los geht's, Bitches. Die Boots. Also, was haben wir denn für Boots? Wir haben Health und Evasion. Wir nehmen natürlich nur die Boots, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich dodge. Improve Effigy. Pay respect, F! You better resist despair. Aha, guck mal, das kann ich unlocken für 6 Kristalle. You're kidding, das ist doch unbezahlbar. Leute, das ist viel zu teuer. Sind die Drops random? Ich sehe die Gegner ja gar nicht. Die sind ja alle ranged. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich verzweifle. Wait, habe ich mich jetzt nicht geheilt? Wait, was ist das? Was ist das? Dealing damage while under the effect of Earth to destroy health. Duration 15. Ja, toll! Was soll ich das denn wissen? Also, ich hätte es vielleicht lesen können. Also, es ist nicht schön. Seasoned Boots. Ja, ich glaube, Health ist schon gut. Okay, sieht gut aus.
60 Damage, Knockback, Poise Damage. Bruder, der ist ja... Also die Animation ist natürlich sehr wild, dass er immer so einen Dagger hat, ne? Okay, wir gucken uns auf jeden Fall noch den Boss an. Bisher ist das Game ganz okay, würde ich sagen. Aber... noch nicht überragend. Warte mal, kann ich das? Bux. Ja, Bux ist was Gutes, oder? Plus 60 Health ist doch ultra viel. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Verliere ich alles, wenn ich sterbe? Ist deswegen der Stash da, Leute? Leute? Ich meine, ihr werdet mich wahrscheinlich hier niemals sterben sehen. Ich no-death-runne ja basically alles. Ups. So, wir gehen natürlich immer in die krasseren Dinge rein. Guck mal hier. Ich will auch mal, dass es ein bisschen schwerer wird. Oder der Knockback ist einfach auf einen anderen Planeten. So, da haben wir hier eine Potion. 50% Defense, okay. Thunderstaff. Lightning Strike. Der Power Move ist krass, aber ich glaube, wir werden es nicht spielen. Ja, nee. Ich fühle halt ranged überhaupt nicht, muss ich sagen. Habe ich gerade gecrittet? Also die Attack Speed ist terrible. Short Sword. Da ist die Attack Speed wahrscheinlich insane. Test mal auch, Leute. Invoke the Witch. Hopelessness empowers you. Curse received. Was ist der Curse? With this curse, okay. Hopeless damage plus 50%. Sagt mir jetzt nichts, verstehe ich nicht. Ach, guck mal. Warte mal, was? The fools found. Wir gehen zu den Idioten-Dingen. Ich habe Jesus. Spend your health on items of increasing rarity. Okay, los geht's. Spiked Boots. Dankeschön für den Sub. Plus 5% Damage. Könnte was bringen. Grants a Magical Barrier. Das ist geil. Oh, das finde ich gut. Okay, wir machen dann den Trank an. Würde ich sagen, wir machen den Trank an und dann heilen wir uns übelste Sorte. Okay, los geht's.
Okay, wir machen die Keule. Okay. Okay, wir heilen uns nicht übelste Sorte. Die Heilung ist nicht gut. Was macht ihr? Ihr macht ja zwei Auto-Tags. Okay, das war sehr scheiße. Was ist das? Handschuhe! Attack Rate, Projectile Speed. Wir gehen mal zum Sanktum. Beim Prison waren wir jetzt, hat keinen Spaß gemacht. So, der Brunnen geht nicht. Wer bist du denn? Chat. Okay. Okay, das war ein bisschen lost. Da war ein hier. Ja, da war so ein Stück Scheiße, was auf dem Boden lag. Ne? So ein bisschen Schlamm oder so. Ja, wir müssen schon ein bisschen kontrolliert vorgehen. Es ist quasi kein Button-Smashen. Es ist schon so ein bisschen Nachdenken. Vor allen Dingen mit der Attack-Speed hier. Alter, Herr Markov! Woher haben Sie denn so Kritten gelernt? Power Move! Ja, die Keule gefällt mir übelste Sorte, Leute. Super Crit! Müssen warten, bis die Barrier wieder da ist. Also die Barrier ist ja übel wichtig. Okay, wird ein bisschen tight, aber ich bin noch cursed. Shortbow, gucken wir uns gar nicht erst an. Seht ihr das? Pray to the Father. Rune of the Horse. Rare, wo kommen denn die Rune hin? Die kommen nirgendwo hin. While this is sitting in your inventory, you move faster. Was? Das ist nicht schlecht. Muss mal aufs Klo, würde meine Freundin gerne deine Tiermutation zeigen. Ich glaube, ich habe hier nicht den Tierknopf da. Das habe ich, glaube ich, in Leipzig. Ich habe hier noch nicht alles eingestellt. Wir gucken uns auf jeden Fall noch den Boss hier an. Und dann muss ich mir irgendwie Essen besorgen, glaube ich. Ich habe noch keinen Hut, ne? Einen Hut hätte ich gerne. Wir holen das Ding jetzt. Bumm. So, die Range. Range ist eigentlich keiner geil, aber das ist halt. Die Barrier ist sehr nützlich. Ich weiß halt nicht, ob ich noch mehr verkaufen soll. Oder noch mehr erkunden, weißt du? Das ist so eher die Frage. Also die Keule gefällt mir übelste Sorte. Also mehr so die Base erkunden, weißt du? Bin ja ein strammer Max. Strammer Max klingt auf jeden Fall sehr wild. So, wir können das unlocken, wenn wir einfach 1000 Stunden gespielt haben. Da können wir nur die Map angucken. Hier gibt es kein... Doch, hier kann man auch hin. Wir können theoretisch das hier unlocken. Wir machen das mal. Ah, der ist hopeless, ne? Nee, ist er nicht. Ha, wir können mit mehr Potions starten. Okay.
Das finde ich ja gar nicht so schlecht. So, und dann weg. Ich bedenke, was bei Hetno so abgeht, sind eure Büros sehr schallisoliert. Das stimmt. Die sind wirklich sehr, sehr isoliert. So, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Tür aufging. Die hier, ne? Bestimmt. Level 4. So. Okay, das sind jetzt nur die Guten. Hier ist kein Platz. Warum ist der blau? Warum hat er so einen blauen Schimmer gehabt? Block. Okay, also es ist anscheinend eine bessere Variante, aber wir werden, glaube ich, nie blocken. Oder? So, für 8 kann ich mit ihr was machen. Das ist leider FF. Destroy the Tower. Haben die eine Art Schild? Das war ein Crit. So. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich die alle manuell töte. Joy of Life. Heal Effect. Nee, da würde ich lieber die 60 Health, glaube ich, nehmen, oder? In den Garten gehe ich nicht nochmal. Wenn das mit den Blumen war, da gehen wir da nicht rein. Okay, das ist sehr nützlich. Guck mal, der füllt das automatisch nach. The Boneyard. Ich glaube, man muss ja sich richtig merken, was der Boneyard und so weiter so, also was diese einzelnen Orte machen. Weil dann weißt du ja quasi auch, was dich erwartet. Alter Schwede. Und dann kannst du ja quasi selbst sehr gut bestimmen, welche Waffe gerade, also für welche Stage ich total overpowered bin und welche nicht. Das ist ja übel dumm. Da war eine Münze, habe ich die verpasst? So, das habe ich leider verkackt, das hätte ich mir merken müssen. Nee, ich hätte den trotzdem mit dem reden sollen, oder? Der gibt mir noch irgendeinen Blessing oder so. Scheiße. Oh, Ratten. Ah, die kotzen! Das ist nicht gut. Das ist auch unrealistisch. Aber die sind sehr squishy. Find the exit. Ach so, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das ist ja unangenehm. Aber hier ist sehr viel Geld. Ich meine, der Attack-Speed ist leider ultra gering. Okay, also das Exit erschließt sich mir noch nicht so richtig. But I try. Wow. Also das war ein cooles Level. Das war eine coole Idee auf jeden Fall. Brazos. Pierce Chance. Ah, Projectiles. Ja, ist völlig sinnlos. Das war's schon. Easy.
Carved Crystal. Blessing-Effekt. Okay. Das war auch sehr leicht, Leute. Ein paar Münzen liegen lassen. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, guck, ich will auf jeden Fall den Boss sehen. Also der Boss, der... Auf den hätte ich schon Bock. Mal ganz kurz, was bei dem Merchant abgeht. Laughter Damage? Von Lachen? So, den können wir nicht anlocken. Ja, wir gehen aber weiter, würde ich sagen. Wir nehmen einfach immer das Schwerste mit den meisten Problemen. Oh, der wirft einen Speer. Ach komm, ein Damage. Ach, wegen der Barrier, ne? Okay. Also manchmal dashen die einfach 100.000 Kilometer. Poise. Kill all hopeless. Mach mal. Also der Damage von dem Club ist halt echt gut. Vor allem diese Ranged Attack, wenn du aufgeladen bist, ist ja übertrieben stark. Warte mal, ist der jetzt gestorben? Ich hab, hä? Ist der jetzt an Altersschwäche gestorben oder was ist passiert? Warte mal, was? One hope per level. Sterbe ich jetzt gerade an Hope? Also habe ich ein Problem? An Fehlen? Also, das sieht irgendwie nicht gut aus. Hier kann ich 6 zahlen und krieg dann 1 oder was? Oder ist die Tür dann immer offen, Leute? Wir improven das mal. So, Despair Resist. Okay. Leute, ist das Ding dann für immer offen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Gehen wir dann in den Boneyard. Ich glaube, für den Boneyard bin ich perfekt gemacht. Ich habe das perfekte Boneyard-Design. So. Wir sind komplett überladen. Wir sind überladen, Leute. Es geht nicht. Oh, Double Boss. Wow, 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 wow. Alter, das ist ja übel anstrengend. Das war ein Crit. Bruder, er macht einfach voll Garen. Alter, der dasht viel zu gut. Ich dash übelst scheiße. Der dreht sich die ganze Zeit. Jetzt dodge ich den und dann treffen mich die anderen Idioten.
Das ist sein Jam. Das ist sein Spell. Habe ich den nicht gesehen. Jetzt hör mal auf. Au. Okay, dafür macht er nicht so viel Damage, ne? Das ist das einzig Gute. Okay, das ist ein nerviges Boss-Design. Sag ich, wie es ist. Weil die Homies sind ja auch die ganze Zeit am Start. Und ich habe keine gute DPS. Au. Jetzt hat er mich zweimal getroffen. Also sie haben noch diesen lustigen Schild. Diese Bubble hilft auf jeden Fall. Au. Und das sind alles One-Shots, Gott sei Dank. Aua. So. Wait, der hat mir nochmal Schaden gemacht. So, also wenn das jetzt nicht völlig OP ist. Na was? Now you dash with all of your attacks. Ist das gut? Ist das ein Vorteil? Ist das ein Vorteil oder nicht? Wait, ich kann den noch hauen, damit ich mehr Kristalle kriege, oder was? Nee. So. Das sind so prozentuale Defense, ne? Leute. Ich kann mehr Attack Speed, muss ich sagen. Also, sie übertreiben es auf jeden Fall. So. Was ist das? Spirit of a Woman. Potion Effect. Aha, okay. Of a Woman. Okay, also das ist alles... Übelster Shit. Ich meine, 40 Health mehr, aber das klingt ja interessant. Na gut. So, okay, Leute. Ab jetzt chillen wir. Wir haben heute ein paar Sachen getestet. Nimrods war ganz cute, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man gucken. Into the Necro Vale, auch ein süßes Spiel. Klein und süß. Vielleicht noch ein bisschen zu simpel. Ist nicht so catchy, sehr dunkel auch. Sehr dunkel. Wann kommt der Dark Souls 3 No Death Run? Also ich habe ja schon einen geschafft und der kommt jetzt jeden Tag, kommt jetzt 17 Uhr eine weitere Folge davon. Ich habe das ja alles gestreamt. Ja, vielleicht zocken wir morgen nochmal Nioh. Und, ah, hier ist noch Wasser. Und dann, was machen wir dann noch? Dann gucken wir vielleicht morgen nochmal in Shrouded oder sowas rein. Nee, stopp.
Sonntag. Morgen habe ich frei. Morgen mache ich wieder frei, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Sonntag, glaube ich. So. Genau. Ich wünsche dir einen wundervollen Nachmittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde jetzt was essen und dann werde ich zu meinen Kindern fahren und sie aus dem Leben.